Hallo, willkommen im Irrenhaus, denn da sind wir heute und heute ist Weihnachten. Ja, heute ist der 24., ich Fröhliche wollte gerade sagen Advent, Weihnachten gibt es ja gar nicht, der überall. 24. Dezember. Wir haben heute volle Bude, denn ihr habt ihn schon gehört, der Felix ist dabei. Hallo. Fun Und Fact, das früher gab war's. es 8 Adventssonntage. Acht? Hä? Ja, ganz früher waren es mal 8 Adventssonntage. Scheiße, das muss ich mal googeln. Ging da der Advent Weil man dann schon den im November los, November oder was? angefangen hatte? Es ist ein Fun Fact, den ich jetzt nicht ganz rekapitulieren kann, wie er war, aber ich weiß, dass es so war. Aber es gibt schon sehr, es ist schon sehr, sehr Warst du lange nicht dabei mehr oder was? so. Ja, Source, trust das war me. meine Idee. Ach so. Source, du, trust me. Ah, du wolltest also einfach, Okay. dass die Weihnachtszeit länger ist, verstanden. Ah, sehr schön. Ihr habt, also ja, ihr habt schon gehört, wer noch dabei ist. Die tolle Tina ist dabei. Hallo. Ja, der famose Phil, der wieder mal Pokémon spielt. Hä? Stimmt gar nicht. Gar nicht, überhaupt nicht. Beweise? Du sollst nichts Ja. Nimm einfach mal das, behaupten, was was du du in nicht deiner beweisen Hand hast kannst. und halte es mal kurz hoch und lass es Zeig wieder uns nach deine unten. Hände. Ja. Für die Leute, die jetzt nur den Podcast hören, er hat uns gerade seinen Zeigefinger gezeigt und hat da ein Herzchen Nein. mit geformt. Was hat zwei Daumen und Scheiß auf eurem Podcast? Hab die Ehre. Ebenfalls dabei ist die tolle Trizi natürlich wieder. Huhu. Kai. Und der krasse Kai ist dabei. Und Kai. Servus, ich bin gerade immer noch dabei, das Ding nachzuforschen mit den 8 Adventswochenenden. Kai ist unser Typ im Stuhl heute hier. Also wir sind jetzt eigentlich Ich bin das alle die immer. Typen im Stuhl. Aber wir sind jetzt alle hier die Typen im Stuhl. Ja, ich glaube, so viele Leute hatten wir noch nie, oder? Hatten wir mal Nee, ich habe ja fünf? heute auch ganz spontan noch den Talk-Screen für 6 Leute angelegt, vor zehn Naja. Minuten. Aber ich Also meinte können wir mal das gar nicht so. gehabt haben. Nee, aber wir hatten ja schon mal so mehrere Gäste mehrere Gäste zu Gast, oh Gott. Ja, mehrere Gäste zu Gast, als wir noch gar kein Video gemacht hatten. Ich Ich glaube, glaube, da waren wir fünf war mal, das Höchste. vielleicht, fünf war, glaube ich, schon mal das Höchste. Mit, Verrückt. wie heißt denn die? Kadi. Echt? Waren sicherlich fünf, ja. Ah, das kann sein. Kadi, wir drei und Chris war, glaube ich, noch mit dabei. Aber egal. Gut, fünf Leute, jetzt sind wir sechs. So kann es laufen. Juhe! Ja, Tine, willst du es noch mal erklären, worum es heute geht? Na klar, ich versuche es noch mal in korrekter Sprache auszudrücken. Also im Sinne der drei heiligen Geister zur Weihnacht sprechen wir heute über das vergangene, das jetzige und das zukünftige Jahr, Schrägstrich Weihnachten. Also wie wir uns selber vielleicht, das darf jeder selber entscheiden, oder Podcast oder sonstige Entwicklungen sich getätigt haben, wo wir uns jetzt vielleicht befinden und wo wir gerne sein wollen oder uns gerne hinbewegen möchten. Das ist das Ziel. Also ich war im Wohnzimmer, bin jetzt in der Kammer und wäre gern am Strand. Bleibst aber in der Kammer, definitiv. Und bist du in deiner Kammer so also kalt, dass du da einen Schal anhaben musst, oder bist du einfach so ein Typ, Nee, der ich immer habe einen Schal hat? Nackenprobleme. Ich aber auch gerade. Ich auch. Ich habe aber gerade meine Auflage weggelegt, weil das sonst ein bisschen komisch hier ausgesehen hätte. Ich hätte ein bisschen viel Sport gemacht und deswegen ist meine Schulter- und Nackenmuskulatur verspannt und davon kriege ich Kopfschmerzen, wenn das zu schnell, zu sehr kalt abkühlt. Denn Felix möchte noch mehr wie ein Stier aussehen, falls das nicht schon reicht. That's true. That's true. Ja, womit wollen wir anfangen? Mit der Wollen wir es einfach, also, Vergangenheit. ja, also, okay. Einmal rumherum die Vergangenheit, würde ich sagen. Willst du Oder? anfangen, Tine? Als Ja, erzähl mal, Beispiel. wie man das machen muss, weil dann würde ich das Okay, ich einfach erzähle. Ich, so okay. kopieren. Ich weiß es, aber du sollst es anfangen. Ich glaube, das ist die Weihnachtsgeschichte, die ich am allerhäufigsten gesehen habe und ich vergesse immer, ja, wie sie genau heißt. Egal. Aber sozusagen die vergangene Weihnacht. Das war ja letztes Jahr, 2020. Corona war immer noch ein Thema. Hahaha. Und wir hatten alle noch keine
keine Perspektive auf Veränderung in dem Sinne. Hm. Weihnachten war damals schwierig, sage ich mal so. Es war das erste Mal gezwungenermaßen in kleineren Rahmen ohne großes Tamtam. Ohne großes Familienessen, ohne groß viel Sehen, ohne und wirklich mit sehr kaum vorhandener Weihnachtsstimmung bei mir. Also ich komme eh sehr schwer in Weihnachtsstimmung. Das passiert bei mir meistens erst binnen am 24., wenn es anfängt, alles runterzufahren, man dann wirklich zusammensitzt und sozusagen das Weihnachtsgeschehen einläutet. Mit allem, was da so dazu gehört, passiert das bei mir eigentlich immer erst da. Und damals ist es wirklich, wirklich erst dann passiert, als wir schon gegessen haben, als wir schon Geschenke ausgepackt haben, als wir alle schon müde auf dem Sofa lagen und sich so dann endlich eine Ruhe eingestellt hat. Mein Jahr 2020 war generell, glaube ich, so ein bisschen Kuddelmuddel, würde ich es meinen. Da war viel hoch und tief und man wusste überhaupt nicht so richtig, wohin. Sehr viel Homeoffice, sehr viel Stress. Ja, so hat sich 2020 für mich angefühlt. Und Weihnachten war dann so das kurze Ende, bevor das Jahr sich geendet hat, sage ich mal so. Es war etwas, eine schwierige Zeit, möchte ich es schließen. Das klingt aber voll traurig. Echt, Martina? Ich meine, in Scrooge Weihnachtsgeschichte ist die Vergangenheit zwar auch traurig, aber trotzdem, ja. Mensch, das ist ja, da wird mir ja ganz schwer ums Herz. Naja, deswegen, Felix, bring uns jetzt bei, dass 2020 ein geiles Jahr war. 2020. Also, ich versuche. Warte mal kurz. Mir ist aufgefallen, dass ich Jahreszahlen nicht mehr anders aussprechen kann, außer 2020 zu sagen oder 2021, 2022. Ich habe gestern überlegt, wie man das ausspricht, weil eigentlich sagte man ja immer so 2001 oder 1998. Und ich dachte mir dann so, es ist ja dann 2021. Wäre die korrekte Aussprache. In meinem Kopf ist das immer so, ja, 2021. Sieht es irgendjemanden ähnlich so? Also ich finde das komisch, ja, das so lang auszusprechen. Genau, also 2019 bin ich jetzt im Nachhinein, würde ich jetzt nicht sagen, ja 2019, wo man das dann... Ja, da war das doch okay, aber seit wir sozusagen den 20er-Schritt gemacht haben... Genau, sind wir irgendwie so bei 2020, 2021. Also ich mache das schon seit 2010. Ich habe bei 2010 dann angefangen, keine Ahnung warum, aber... Ich weiß immer nicht, in welchem Jahr wir gerade leben, also ist das kein Problem. 2009 und dann war es immer 2010. Generell, also 2020 und 2021 fühle ich jetzt als ein Gesamtjahr irgendwie mittlerweile, aber das ist so ein bisschen... Die Golden 20er, sage ich auch mal. Nee, ich meine, wenn man sich einfach mal in der Historie mal zurückguckt, vor 100 Jahren, als dann 1920 gewesen ist, das war ja im Prinzip auch das Ende der spanischen Grippe gewesen. Und es macht natürlich Sinn, dass es dann halt die goldenen 20er danach gekommen sind, weil im Prinzip die Leute 1918, 1919, 1920 nach dem Ersten Weltkrieg halt zum ersten Mal wieder und nach der spanischen Grippe zum ersten Mal wieder bisschen aktiver was machen konnten und dann dementsprechend die Party gefeiert haben, wie sonst was. Und ich kann mir durchaus vorstellen, ein Jahr halt scheiße und dann erstmal 10 Jahre feiern. Das ist genau. Theoretisch könnte das jetzt in den 20ern bei uns jetzt auch passieren. Aber schauen wir mal, wie es da wird. Vorher müssen wir erst den Planeten retten. Ja, gut, wir haben auch gar keine Zeit, um zu feiern. Wir müssen ja Podcasts aufnehmen. Ja, eben. Also, Felix. Dafür machen wir jetzt einen Party-Podcast. Okay, also da muss ich mich auf jeden Fall ausklinken. So, ich soll die Stimmung ein bisschen heben. Okay, na gut. Ja, bitte. 2020 war tatsächlich gar nicht so beschissen das Jahr. Also beruflich ging da sehr viel ad hoc. Ich war ja da schon bei Elmwald gearbeitet, im Store als Filialleiter. Da bin ich relativ schnell... wie hieß das denn so? Springer geworden. Das heißt, ich habe dann mehr oder weniger bin dann in mehrere Filialen gegangen und habe dann da mal geguckt, dass da alles passt, dass da alles läuft. Das war eigentlich relativ cool, weil man doch viel unterwegs war. Es hat Spaß gemacht. Dann war Corona, der erste Lockdown. Da war ich noch zu Hause. Was waren das? Ich glaube damals 5 oder 6 Wochen. Und ich muss halt leider, es tut mir leid für alle, also Triggerwarnung für alle, aber ich fand es halt mega.
das ist halt, ich hatte halt endlich die, ich musste halt nicht raus. Ich sehe sowieso nicht viele Menschen. Für mich war das halt wie Urlaub. Und von daher fand ich die 5-6 Wochen, die hätten für mich persönlich noch viel länger dauern können. Ich hatte endlich mal geschafft, so ein paar Sachen von meiner Liste abzuhaken. Ja, und dann war Corona, also war so der erste Lockdown, glaube ich. Also mit den Lockdowns kommen wir immer durcheinander. Deswegen, ne, wenn ich irgendwas Falsches sage, schreibt es in die Kommentare oder schickt mir eine Post oder schmeißt eine Taube gegen die Wand. Nee. Nach fünf Lockdowns gibt es den 6. gratis dazu. Ich habe noch kein Bingo. Ach so, für alle, die es übrigens noch nicht verstanden haben, die Impfung kriegst du auch schon beim ersten Lockdown gratis. Ja. Nee, das stimmt nicht. Beim ersten Lockdown gab es noch keine Impfung. Die gab es, glaube ich, erst später. Da war der Impfstoff noch nicht da. Im ersten Lockdown ging es noch darum, wann wird der Impfstoff entwickelt und alles. Ich besorgte eine. Und ja, dann war das zu Ende. Dann bin ich relativ schnell von der Filiale in die Zentrale gewechselt, ins Social-Media-Team. Das heißt, beruflich ging das alles so ad hoc. Dann weiß ich jetzt, also was dann die zweite Jahreshälfte war, war halt viel arbeiten, mal Homeoffice, mal Bürozeiten, zweiter Lockdown, dritter Lockdown. Und Weihnachten ging eigentlich relativ easy, weil ich muss dazu sagen, wieder Triggerwarnung an alle, dass ich bin ja so ein richtiger Weihnachtsnazi, also Weihnachten ist mir ja heilig. Und ich habe halt meine ganze Familie oder die ganze Familie darauf vorbereitet, das wurde für alle Familienmitglieder damals eine zweiwöchentliche Ausgangssperre verhängt. Das heißt, es durfte halt keiner zwei Wochen vorher mehr irgendwo hin und irgendwen sehen. Und von daher war das Weihnachtsfest jetzt auch nicht so viel anders als davor die Jahre. Also normalerweise ist es halt echt nur mit meinen Eltern und dann Schwiegermutter und den Großeltern. Großeltern sind halt schon lange in der Rente, das heißt, sie sehen eh nicht so viele Menschen, Schwiegermutter auch nicht und meine Eltern haben sich dann halt auch zurückgenommen, von daher war das jetzt fürs Weihnachtsfest an sich nicht so problematisch, weil wir halt alle wussten, wir haben jetzt zwei Wochen niemanden gesehen und ich habe halt sowieso ganz selten mal Kontakt zu anderen Menschen und dadurch ging das Weihnachtsfest eigentlich auch relativ gut vorbei so und war eigentlich relativ stimmungsvoll. Ich bin letztes Jahr sehr schnell in Weihnachtsstimmung gekommen. Ich glaube, irgendwann so Ende September ging das bei mir los. Da fange ich immer an, die ersten Weihnachtslieder zu hören. Ganz hart. Bei mir ist es schon nach Silvester. Also da musst du dich mal ein bisschen anstrengen. Also da hatte ich auch keine Probleme. Silvester waren wir essen. Also ich bin halt überhaupt nicht so der Silvestermensch. Das ist halt so gar nicht meins. Finde ich mega lame. Oder was heißt mega lame, es ist einfach nicht mehr. Hab ich schon als Kind nicht. Ich habe als Kind immer schon gerne geschlafen um die Uhrzeit. Das war mir einfach zu spät wahrscheinlich. Und ja, dann war das ja vorbei. Vor Ende wollte ich sagen. Bin ganz aufgeregt. Bin ganz nervös. Da würde ich mal anknüpfen. Den ersten Lockdown. Also eigentlich muss ich sagen, ich hätte es so wie Felix genommen. Ich habe mich tierisch drauf gefreut, so quasi einfach nichts machen. Das Ding ist nur, der erste Lockdown war genau in der Zeit, da waren auch die Kitas zu. Das heißt, unser Kind war zu Hause und meine Frau war gerade in der heißen Prüfungsphase. Also die musste sich vorbereiten, die hat sich quasi eingesperrt. Also war ich dann quasi in der Zeit so Vollzeit Kindergärtner. Deswegen, ich hatte eigentlich nichts von dem Lockdown. So. Noch dein Kind? Und wieder mal ein bisschen zocken. Ja, natürlich, das Kind. Oh. Alter. Ja, nee, und du willst noch ein zweites? Sonst, ja. Und dann ging ja wieder die Arbeit los, ein bisschen. Bis dann ja wieder im Ende Oktober kam dann ja der zweite Lockdown und dann, da war dann alles okay. Da hatten wir dann auch ein neues Haus. Da waren wir jetzt hier. Vorher hatten wir in der Wohnung gewohnt. Da hatten wir genug Platz auch für uns gehabt. Meine Frau war dann halt arbeiten. Bei uns war es dann auch so geregelt, dass wir trotzdem Geld bekommen haben von der Arbeit. Das war nämlich vorher im Lockdown, gab es halt einfach gar nichts. Im allerersten. Und ja, dann das Weihnachtsfest, das war für uns auch so ein bisschen wie so Befreiung. Weil wir hatten halt vorher Corona und so pünktlich quasi zum Weihnachtsfest durften wir dann wieder raus. Und durften dann auch wieder Leute sehen. Da waren dann halt die Familie von meiner Frau war zum Besuch, also die Schwiegereltern, mit denen verstehe ich mich auch sehr gut. Und ja, ich habe dann schön eine Gans gekocht. Wir haben dann schön einfach zusammengesessen, getrunken und gegessen. Und ja, Silvester war halt auch eigentlich gar nicht los. Ich glaube, da war ich sogar mit Sansa alleine hier, weil meine Frau
zu ihren Eltern gefahren ist. Und ich wollte hier so ein bisschen, auch mal ein bisschen Zeit für mich haben, das Haus hüten. Ja, und dann haben wir einfach ein paar Sachen geguckt. Obwohl ich normalerweise auch, also ich feiere Silvester schon gerne. Also früher zumindest. Jetzt im Moment ist halt ein bisschen schwierig, auch mit Kindern und so, ist halt Feiern immer eine Sache. Aber früher habe ich das echt gerne zelebriert, so. Einfach so sich mit Leuten treffen, auch, okay, kann man immer machen. Aber so, ne, dann hat man halt mal wieder einen Grund und, ja, kann man halt schön Dinner for One machen, da einen mittrinken. Das war uns auch immer so Tradition, dass man dann auch einen mitpichelt, wenn der Butler dann eintrinkt. Meine Silvestertradition war früher immer, Stefan Raab zu gucken. Aber es gibt's ja leider nicht mehr. Das macht mich sehr traurig jedes Jahr. Ist doch jetzt wieder aktuell, oder? Ist doch jetzt wieder Stefan Raab. Ja, aber nicht Stefan Raab. Ja, TV Total, Entschuldigung. Aber, also kann ja sein, dass sie da noch was machen. Übrigens, ich muss sagen, gefällt mir sehr gut, TV Total. Ist eigentlich so als Besti weg gewesen. Aber gut. Wer ist dran? Die streiten sich an. Ich glaube, dann mach ich vielleicht als nächstes mal weiter. Also, gerade bei mir war 2020, 2021 durchaus mit sehr vielen großen Änderungen zu tun, verbunden. 2020, im Prinzip bis zum Anfang 2021 war ich noch in der Automobilindustrie gewesen, war dann dort quasi noch ein Entwickler gewesen und war dann im Bereich Spiegelersatzsysteme. Und das kann man sich dann so vorstellen, man hat dann dort, wo normalerweise ein Spiegel ist, wird der Spiegel komplett wegrationalisiert und dann kommt dann halt irgendwo eine Kamera hin und dann entsprechend ein Monitor intern in das. So dass im Prinzip, du fährst dann halt normal Auto und anstatt irgendwie so diesen Schulterblick zu machen oder sonst was, kann man halt direkt innerhalb vom Cockpit halt sehen, wo jetzt halt gerade im Moment der Gegenverkehr ist. Ja, Felix? Frage, geht das, was ist, wenn die Kamera dann ausfällt? Hast du dann das noch so Not? Das sollte nicht passieren, das sollte nicht passieren. Dann fährst du einfach rüber. Also es gibt also quasi nicht trotzdem irgendwie so einen Notfallspiegel oder doch, so, weil doch. Was ist denn da, kommst du damit durch den TÜV? Versuch das mal dem TÜV-Mann zu erklären. Sagen wir mal so, es gibt lange Diskussionen mit dem TÜV. Also generell, die Entwicklung wird halt so gemacht, dass ein Ausfall nur im allerschlimmsten Fall passieren kann. Und wenn es irgendwie ausfallen sollte, gibt es dann halt überall noch andere Warnungen, die dann halt den Fahrer dann dazu hinweisen sollen, dass er doch bitte mal zur Werkstatt fahren sollte oder zumindest mal rechts ranfahren sollte. Aber es ist ein eigenes Thema für sich. Und es ist... Ich war am Anfang auch irgendwie im Lockdown gewesen, war plötzlich produktiv wie sonst was, weil im Prinzip nicht mehr so wirklich die Leute hattest, die dann immer in dein Büro reingekommen sind und dich dann halt nach allen möglichen Sachen gefragt haben. Und irgendwann ist es halt von dem Arbeitsaufwand immer, immer schwieriger geworden und immer, immer heftiger geworden. Ich habe für mich dann halt irgendwann mal den Entschluss gezogen, halt gesagt hat, irgendwo brauche ich hier eine Veränderung, weil ansonsten, wenn ich jetzt hier noch weitermache, kann ich das nimmer aushalten. Ich war zeitlang in Stuttgart gewesen, in der Stuttgarter Region. Ich komme selber aus dem Saarland und ich hatte halt in der Stuttgarter Region nie so richtig Anklang gefunden. Und ich hatte für mich dann halt den Entschluss gezogen, irgendwo wieder zurück in die Heimat zu gehen. Also meine beste Freundin, und deshalb finde ich es ja gerade witzig, dass du halt deine Geschichte mit Emwald halt erzählt hast, meine beste Freundin kommt dann immer so ein bisschen zu mir, Kai, komm zurück ins Saarland und wir machen hier in Saarbrücken einen Elbenwald auf. Und ich dachte, ja, da wäre durchaus eine Idee, aber ich glaube nicht, dass ich so viel Geld hätte, um das finanzieren zu können, aber Na, aufmachen tun wir den dann. Du musst da nur da ist arbeiten, kein wenn Franchise, schon. Oder? Also, nein. Ja, ich, keine Ahnung, aber jedenfalls hatte ich das. Felix, mach einfach mal auf, bitte, komm. mach mal auf. Was soll der Geiz? Meine Lampe ist aus. Ja, Felix. Ich hab zumindest mal an der Stelle für mich dann halt mal gesagt hat, okay, ich brauche jetzt halt irgendwo hier einen Wechsel. Und ich habe dann wirklich zu Weihnachten dann auch angefangen, erste Bewerbungen rauszuschicken. Und das ist dann der Punkt, wo dann halt Weihnachten gekommen ist. Dann bin ich dann wieder zurückgekommen, war es eigentlich eher so bei meinen Eltern, ein bisschen mit den Freunden abgehangen. Aber Silvester war an sich eigentlich halt größtenteils mit meinem Vater.
vom Fernseher, wo wir uns dann halt irgendwo quasi die Live-Konzerte im ZDF oder so angeguckt haben. Und das war es dann halt an der Stelle auch für mich gewesen. Und normalerweise haben wir auch irgendwie einen größeren Freundeskreis, wo wir uns dann treffen. Und da haben wir dann gerade in der Zeit mal gesagt, okay, dann lassen wir es vielleicht mal. Vor allen Dingen, weil wir uns regelmäßig eigentlich immer über Zoom und sonst was halt treffen. Und dann haben wir für uns dann halt gesagt, okay, dann machen wir es mal diesmal nicht. Aber hoffen wir mal, dass wir relativ schnell wieder aus dem Lockdown rauskommen und uns dann halt wirklich dann vor Ort treffen. Und an der Stelle endet für mich 2020. Fortsetzung folgt. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dann würde ich einfach weitermachen. 2020. Im Großen und Ganzen fand ich das ein super spannendes Jahr. Also für mich persönlich war es produktiv, aber ich bin immer so fanatisch gesamtgesellschaftliche Betrachtung. Zum Beispiel dieses, das war dann irgendwie so ein Ding, mit Freunden sich dann zu treffen in Skype zum Saufen oder auch zum Spielen oder so. Und das war so völlig neu für mich. Und diese Unternehmungen, die auf einmal alle virtuell waren. Und es hat sich dann tatsächlich, und da komme ich schon fast auch zu Silvester, haben wir uns dann angefangen, über Minecraft zu treffen. Und ich hatte mit diesem Spiel nicht so viele Berührungspunkte, bin aber dann dazu gekommen. Und wir haben tatsächlich Silvester auch gemeinschaftlich auf Minecraft verbracht und haben dann virtuelles Feuerwerk gemacht mit Freunden. Also so kann man dann auch Silvester verbringen. So waren wir da im Endeffekt zusammen. War sehr witzig. Man hat da auch noch so alles zusammengebaut. Und Weihnachten war für mich ganz anders, weil ich habe eine sehr, sehr große Familie. Und ich sag mal, unser kleinster Kreis von Familie sind 35 Leute. Alter! Alter. Ich habe eine sehr, sehr große Familie. Ja, ja. Wir machen gerne Kinder, sag ich's mal so. Okay. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber Mama, fleißig. Ja, die waren fleißig. Wie viele Geschwister hast du, wenn ich fragen darf? Ich habe zwei Schwestern. Ich bin Zwilling und habe eine große Schwester. Aber mein Vater hat 6 Geschwister. Und daher kommt dann die große Verwandtschaft hinterher. Das kannst du überbieten. Let's go. Ja, also mein Vater hat 7 Geschwister und ich habe 5. Oh, ich bin übrigens auch ein Zwilling. Ach, wie witzig. Meine Großtante hatte 11 Kinder. Ja, das geht alles. Das war krass, Alter. Das ja, aber ich liebe den Trubel. Also Weihnachten ist bei uns echt, wir quetschen uns da echt in die kleinsten Räume und es ist laut und lebhaft und ich liebe das abgöttisch. Und es war halt das Weihnachten, also gar nicht so. Das war für mich ganz befremdlich, so ruhig, das kenne ich gar nicht. Ja, das war anders. Also 2020 war ein komisches Weihnachten für mich. Phil, du kannst jetzt, wenn du möchtest. Ich glaube, der Rest war schon. Ja, das wird vielleicht jetzt einige ein bisschen verwundern, aber ich glaube, für mich hat das Jahr 2020 so gut wie gar nichts geändert zum Jahr 2019. Und vor allem auch jetzt in Bezug auf das 2021. Es war für mich alles eigentlich das Gleiche. Es liegt daran, dass ich selbstständig bin und in meinem Büro nur mit meinem Vater und mit meinem Bruder normalerweise sitze. Und deswegen hat sich arbeitstechnisch eigentlich gar nichts geändert. Und das Weihnachtsfest, das konnten wir so feiern, wie wir es eigentlich in den letzten 3 oder 4 Jahren auch schon gemacht haben. Das ist eigentlich immer nur mit mit der Familie von meiner Frau und dann noch ein paar Brüder, wenn es gerade passt. Und das war ja, glaube ich, so, dass aus zwei... Geil, was man in der Kamera jetzt macht, aber das ist jetzt auch egal. Keine Ahnung, Alter. Die hat auch keinen Bock mehr auf dich. Kennst du den? In HD? Bei dir friert die... Ja, HD ist das alles nicht, was deine Kamera uns immer liefert. Also, die friert also bei mir schon. Bei mir schon. Das ist die du mir empfohlen hast. Also es ist ja dann deine Schuld. Es liegt eher an der Internetleitung, glaube ich. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Du frierst ab und an ein. Das liegt aber nicht an mir. Es gab ja, glaube ich, diese 2-Haushalte-Regel in 2020, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, maximal 5 Leute, 2 Haushalte maximal.
Die haben wir ein bisschen ausgedehnt, indem wir so getan haben, als würde mein Bruder bei meinem anderen Bruder wohnen. Dann hat es auch funktioniert. Aber wir hatten auch zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Corona-Fall oder sonst was. Mhm. Und ich glaube, wir sind sonst immer, normalerweise gehen wir am ersten Weihnachtsfeiertag immer brunchen und das haben wir dieses Mal nicht gemacht, deswegen, selbstverständlich. Und haben dann einfach an dem Tag selber nochmal mitgekocht. Zu Silvester kann ich sagen, dass ich das den bescheuertsten Tag im gesamten Jahr finde. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Einmal, weil ich diese gesamte Kultur darum einfach bescheuert finde und das für mich, also in meiner Wahrnehmung, einfach nur ein Grund ist, um sich sinnlos zu besaufen. Alles andere, was anderes ist es für mich nicht. Und jetzt ist mir in den letzten zwei Wochen nochmal der Gedanke gekommen, dass ich den Tag auch scheiße finde, weil das der Tag ist, der quasi diese besinnliche Zeit, die man wirklich am Ende des Jahres hat, wo man sich als Kind immer drauf gefreut hat, dass das der Tag ist, der diese Zeit beendet und wo du dann sagst, okay, geil, ich muss wieder in die Schule und da habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen finde ich den Tag nochmal voll bei dir. Kacke. Ja. Fühl ich auch sehr. Und da fand ich super, dass da fast nichts los war dadurch. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr auch wieder so, weil dieses Geböllere kann ich sowieso nicht leiden. Das würde ich sogar. Das finde ich sogar, auch absolut dumm. Also ich würde sogar Böllern und sowas, Raketen würde ich sogar in Deutschland verbieten, wenn ich es könnte. Ja. Da bin ich ganz strikt, weil ich das total dumm finde. Vor allem mit Haustieren ist es immer ganz schlimm. Und es ist für mich nur eine Geldverschwendung. Also ich habe selber in meinem Leben bestimmt 20 oder 30 Euro für Silvesterkracher ausgegeben. Das war's. Alles andere ist, ich finde auch, wenn die das Böllerverbot ist echt eins der guten Dinge, die uns Corona gebracht hat. Ja, für dich auch. Also sagen wir es mal so, theoretisch könnte es gerade im Moment so auch weitergehen, denn dadurch, dass wir jetzt zwei Jahre hintereinander keinen Böller hatten, ist die Industrie, was die Produktion von Böllern angeht, so dermaßen im Keller, glaube ich, gerade im Moment, dass es halt richtig schwierig sein wird, dass sie überhaupt noch im nächsten Jahr was produzieren können. Also ich glaube, die eine oder andere Firma hat jetzt auch schon Konkurs angemeldet. Also ja, was ich halt, das finde ich halt, muss ich jetzt sagen, da hängen natürlich dann auch mal Jobs dran, das ist halt uncool. Ich fände es halt super, wenn du einfach sagst, so in so Großstädten und so, dann sollen sie halt solche organisierten Dinger machen. Das finde ich auch vollkommen legitim. Ja. So, dass du sagst, gerade so, vor allen Dingen auch so Städte wie Berlin, weißt du, dann sollst du halt, du machst das halt am Alex, am Potsdamer Platz, keine Ahnung, machst du halt die so, Feuerwerke. Ja, finde ich auch. Es ist ja auch okay, aber dieses, wenn die dann ständig private alle anfangen und dann fangen die halt aber auch schon teilweise Ende November an und dann auch immer bis, weiß ich nicht, bis früh um vier und dann fangen sie aber auch schon nachmittags an und schmeißen die Scheiße in irgendwelche Briefkästen, da denke ich mir halt immer, ja, Alter, was ist denn mit dir im Kopf kaputt? Das Problem ist ja auch einfach diese Verbindung, das ist auch, ich mag jedes Fest oder jeden Feiertag, der so auf diesen exzessiven Alkoholkonsum ausgelegt ist und was ja wirklich so ist, das ist ja, da freuen sich ja die ganzen Alkohol oder die ganzen Leute, die das verkaufen, die freuen sich ja schon die ganzen Jahre drauf, wenn sie mal wieder das Oktoberfest oder sowas haben. Ich finde sowas alles irgendwie bescheuert, vor allem in Deutschland ist es ja so, diese Kultur mit dem Trinken, ich finde es eigentlich ganz schlimm. Und wenn das dann noch in Verbindung mit irgendwelchen gefährlichen explosiven Gegenständen passiert, dann ist ja klar, was dann dabei rauskommt. Und deswegen finde ich das an Silvester wirklich am schlimmsten. Aber es gibt, finde ich, viel zu viele Feiertage, die inzwischen eigentlich nur noch dafür da oder ausgelegt sind. Es gibt zu wenig. Nee, aber das ist, sich volllaufen zu lassen. So, aber das ist nicht erst jetzt so. Ich habe vor ganz vielen Jahren mal Bilder angeguckt, so von meinen Eltern und Großeltern aus der DDR-Zeit. Und fast bei jedem dritten Bild war halt irgendein Anlass, irgendein Feiertag, in Anführungsstrichen, wo die halt einfach alle Latten stramm waren. Also das ist ja am einfachsten. Du musst dem Volk einfach Brot und Spiele geben und das ist das Brot. Ja gut, ich meine, es ist Teil der Kultur an der Stelle und ich denke, das ist ein bisschen der Sozialisierungsfaktor, der vielleicht in der früheren Generation oder in den früheren Generationen halt ein bisschen stärker gekommen ist und ich denke, bei unserer Generation ist es vielleicht so ein bisschen eher zurückgehen, was das angeht, dass man halt nicht mehr zusammen sein kann, um jetzt unbedingt sich einen hinter die Binde zu kippen, sondern einfach nur halt zusammen zu sein. Ich sag mal, trinken ist ja auch alles vollkommen in Ordnung. Und man kann ja auch gerne mal einen über den Durst trinken, aber das ist ja das auch, was Phil meinte, so dieses, dass du halt dann so stramm bist, dass du dich am nächsten Tag nicht mehr erinnern kannst, was eigentlich den Abend vorher passiert ist.
das ist ja das, was man dann auch irgendwie so oft hat. Und das verstehe ich halt, habe ich aber noch nie verstanden, warum ich so viel saufen will, dass ich vergessen habe, also wenn ich feiern bin, dass ich vergesse, wie die Party war. So, das ist doch. Hey, gestern war Silvester? Also, scheiße. Also, ich habe das ganze Jahr nur gesoffen. Sag mal so, also bei mir ist es eh mal logistisch ein bisschen schwieriger gewesen, weil ich eigentlich immer derjenige gewesen bin, der fährt. Dann dementsprechend ich als derjenige, der Alkohol trinkt, eigentlich schon rausfalle, weil als Fahrer trinkt man halt nicht. Und dann dementsprechend sehe ich dann auf halt. Auf dem Dorf schon, da bist du der am wenigsten trinkt. Nee, nein. Ich habe ehrlich gesagt meinen ersten Alkohol mit, ich glaube, 27, 28 getrunken. Es liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen bei mir dran. Ich habe in meiner Jugend, wo ich nicht sehr häufig halt weg gewesen bin, und dann irgendwann in der 9. Klasse war ich dann halt irgendwann mal eingeladen gewesen zu einer Abschlussfeier von einem amerikanischen Austauschstudenten. Und ich war ehrlich gesagt geschockt gewesen, weil ich hatte vorher, kenne ich meine normalen Schulkameraden nur aus der Schule halt und vielleicht von dem einen oder anderen Geburtstag oder so. Und dann, nachdem ich, es war so eine Phase, wo ich dann ein, zwei Jahre lang im Prinzip nirgendwo eingeladen gewesen bin. Und du wirst dann halt dort eingeladen und alle sind Stracksuff. Und du läufst dann halt dort rum und denkst dir, was geht denn hier ab? Seid ihr alle irgendwie von Außerirdischen übernommen worden oder wie oder was oder warum? Hättest du ja gut gefunden, oder? Keine Ahnung, aber ich hab für mich dann halt den Entschluss gefasst, von wegen, ich trinke keinen Alkohol. Und so war das bei mir auch. Das hat dann ungefähr 10 Jahre gedauert, bis ich dann halt mein erstes Kölsch getrunken habe, als ich mal in Köln auf der Gamescom gewesen bin. Na, da hätte ich dann auch sofort wieder aufgehört. Ja gut, ich meine, Kölsch ist halt Wasser halt. Aber ja. Also bei mir war das tatsächlich andersrum. Also ich war eher, oder du wolltest noch weiter erzählen, oder Kai? Nee, bei mir war es tatsächlich, also ich habe auch, na gut, nicht früh, also es war schon irgendwann dann mit 16 dann erstes Mal angefangen, aber dann, wenn man dann feiern gegangen ist, schon immer ganz schön doll und dann auch schon Jahre später, aber also jetzt bin ich auf den Trichter, dass ich das alles auch gar nicht mehr brauche, weil mein Körper, dem tut das auch nicht mehr so gut. Also es ist halt vollkommen richtig, so wie es bei dir war, Kai. Also, dass du dann auch einfach sagst, du hast gemerkt, du musst das nicht machen. Ist ja auch, also ist halt wichtig, genau, dass man das dann auch respektiert. So. Ja, also ich fand es auch irgendwie ganz interessant, auch wenn jetzt, sagen wir mal, so eine Silvester-Situation war und ich war halt daheim gewesen und da stößt man dann halt ab und zu auch mit Champagner oder Sekt halt an. Und ich habe das dann an der Stelle einfach abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich trinke keinen Alkohol, ich trinke jetzt halt meinen O-Saft und gut ist. Und ihr habt das jetzt an der Stelle zu akzeptieren. Ich fand das immer so anstrengend, wenn man sich dann immer dafür rechtfertigen musste, dass man nichts trinken wollte. Ja. Oh, das ging mir so hart auf die Nüsse. Ja. Deswegen, ich bin aber auch nie irgendwo hingegangen dann meistens. Du bist getorkelt, ja. Stimmt. Nee, ich war tatsächlich halt auch immer der, ich bin dann entweder gefahren oder ich war dann der dann dafür gesorgt hat, dass die, wenn die alle nicht mehr stehen konnten und sich ihre Haare vollgereiert haben, irgendwie dafür gesorgt haben, dass sie noch halbwegs vernünftig nach Hause kommen und vorzugsweise in ihr ist und nicht einfach mit irgendwelchen wildfremden Männern oder Frauen dann immer abgezogen sind. Na, das stelle ich mir jetzt so vor, Felix, ist auf der Party. Nee, ich kann heute nichts trinken, ich muss noch fahren. Hä, hey, du wohnst doch nebenan. Ja, ich muss trotzdem fahren. Ich muss fahren. Ich hab keinen Führerschein. So, also wollen wir dann zum Geist der Achso, nee, wir sind noch nicht so weit, okay. Achso, ich hätte gesagt, also ich stehe halt auf Partys, auf Feiern, aber man muss es halt nicht übertreiben. Also ich hab's auch deutlich gemerkt. Du kannst auch Kokain nehmen. Obwohl, nee, da kommen wir nachher gleich dazu. Alter, LSD war das. Da kommen wir gleich zu, hä? Das ist Winter und wir brauchen Schnee. Nein, ich wollte gerade sagen, nee, da kommen wir nachher noch zu. Geil. Was ich gerade sagen wollte, wäre fürs nächste Jahr, oder soll ich sonst einfach zum nächsten Jahr gleich, also zu diesem Jahr übergehen? Genau, dann kann ich nämlich gleich den Übergang nehmen, denn, also ich bin zwar so mit dem Trinken an sich schon ein bisschen runtergegangen, aber habe mich halt trotzdem noch ganz schön ungesund ernährt. Halt auch viel, ja, also der geneigte Zuhörer wird vielleicht wissen, dass quasi mein Körper zu 80% aus Eistee bestand.
und auch sonst so, also das war mir immer alles relativ wumpe und irgendwann habe ich dann aber so gemerkt, so, das tut meinem Körper auch alles nicht so gut. Und dann war dieses Jahr auch Herrentag, wird bei uns immer gern gefeiert in der Heimat. Also das ist auch so ein Tag, den Phil verabscheut, denke ich mal, weil der nur darauf ausgelegt ist, sich abzuschießen. Da bin ich aber tatsächlich auch immer einer gewesen, der sich dann gefreut hat, einfach so die Leute wieder zu sehen. Also bei uns ist es dann einfach so, es kommt quasi jeder wieder in die Heimat und man sieht dann halt auch Leute, die du schon übelst lange nicht mehr gesehen hast und trinkst dann halt mit dem. Gut, dieses Jahr war dann halt auch noch Corona dabei und das war gerade so die Zeit, wo man sich dann wieder treffen konnte, so zwischendurch mal. Und da habe ich mich halt auch mit alten Freunden getroffen und habe dann aber auch gemerkt, so, dass, also ich habe erstmal die alle gesehen. Also wir alle waren nicht die dünnsten, sagen wir mal. Da habe ich gesehen, wie hart die geraucht haben, was ich überhaupt nicht verstehen konnte, aber die haben wirklich so im 5-Minuten-Tag, also da war nie eine Kippe aus am Tisch. Es war halt immer eine Kippe an. Und am Ende war dann auch so, also ich bin dann irgendwann nach Hause gegangen, weil ich hatte halt zu Hause auch noch ein Kind und so. Ich war zwar auch gut dabei, aber mir ging es noch gut und bei den anderen habe ich da auch gemerkt, die haben alle einen Filmriss gehabt. Und da habe ich so für mich gesagt, alles klar, du willst nicht so unbedingt, also was heißt enden, die sind alle so in meinem Alter, aber du willst ein bisschen was ändern, du willst halt nicht, also gut, ich rauche ja nicht, aber so im Sinne, ich will nicht ungesund sterben. Und das war so der, für mich der Knackpunkt, wo ich für mich entschlossen habe, einfach meine Ernährung umzustellen und auch abzunehmen. Also danach ging es dann bei mir los mit, weil ich bin jetzt nicht mehr ganz so dick, wie ihr vielleicht seht. Ja, deswegen war dahingehend eigentlich 2021 bei mir ganz nice, weil ich habe so für mich gemerkt, dass ich keinen Eistee brauche, keine zuckerhaltigen Getränke. Wenn, dann trinke ich jetzt hier irgendwie eine Cola halt mit ohne Zucker. Das wäre jetzt auch nicht das Gesündeste, aber mal für Geschmack halt auch ganz geil. Oder ich mache mir halt einen Tee. Und beim Essen habe ich jetzt auch halt gemerkt, was geil ist, was mir schmeckt. Aber Essen war eigentlich nie so das große Problem bei mir. Ja, ich habe auch ein paar Freunde damit schon angefixt, dass sie dann auch weniger rauchen, wenn sie halt rauchen, weil ich habe denen dann auch so gesagt, so am Tag danach, yo, ich habe euch alle lieb, aber ich hätte gern später noch mehr von euch, wäre halt cool, wenn ihr euch nicht irgendwie zu Tode rauchen würdet, weil das ist halt wirklich, ja. Nö, und sonst, das muss ich gerade überlegen. Wir dieses Jahr noch einen Lockdown? Ah nee, der war ja ein bisschen länger, der zweite Lockdown. Genau, wir haben ja dann erst ja, irgendwann so ungefähr bis Mai so. Genau, da ging dann bei uns das. Nee, die Kinos gingen sogar erst später wieder auf, glaube ich. Ich bin gerade ein bisschen. Ja, ich glaube, 1. Juli waren die ersten Kinofilme dann wieder drin. Das hat ziemlich lang gedauert. Das hat mega lang gedauert. Also wir hatten schon Angst. Es war auch so, dass. Hätten die es länger gemacht, hätten glaube ich, fast alle Kinos in Deutschland zugemacht. Oder zumindest 90% der Kinos hätten zumachen müssen, einfach weil, ne, rentiert sich, also wo soll das Geld herkommen? Geht halt nicht. Ne, war dann auch schön, die alle wiederzusehen, dann auf Arbeit wieder zu sein. Es war ein bisschen nervig mit den ganzen Leuten, die sich dann darüber aufregen, dass man halt die Maßnahmen versucht durchzusetzen auf Arbeit. Aber die können dann halt draußen bleiben. Ich habe so gemerkt, dass mit meinem Kind halt die Bindung jetzt noch stärker dadurch geworden ist im ersten halben Jahr, weil wir halt zu Hause waren. Das war richtig schön. Dann, jetzt muss ich gerade überlegen, nicht, dass ich noch was vergesse. Nö, dann waren wir auf dem Elbenwald-Festival zusammen, Tine, Phil, Julian und ich. Das fand ich mega schön. Da haben wir den Felix kennengelernt. Hallo Felix. Also ich kannte den schon vom Frühstücksfernsehen. Nee, das war mega schön. Ich denke mal, nächstes Jahr wird es bestimmt auch wieder schön. Also eigentlich wurden wir schon inoffiziell eingeladen, aber mal gucken. Ja, nee. Und ja, da ist eine schöne Liebe entstanden mit Felix. Wir haben halt uns auch mit Lea da gut angefreundet und mit der Jenny, die dabei war und ganz vielen anderen Menschen. Haben Mona halt auch mal getroffen. Und sonst privat. Ich habe halt also jetzt ist ja wieder zu Kinos in Sachsen. Ist ja seit, wann sind die denn geschlossen worden? November? Irgendwann im November. Ende November, glaube ich, war es. Ach stimmt, eigentlich, nee, genau, es hieß erst 2 Wochen so und dann war es irgendwie so, dass am 12. sollten die, genau, Ende November war das. Sind jetzt aber wieder zu, aber ich merke auch so, das ist gar nicht so schlimm für mich gerade,
weil ich nutze auch gerade die Zeit richtig so mit meinem Sohn jetzt nochmal so ein bisschen zu bonden, weil er jetzt auch im Alter ist, wo ich halt auch mit dem halt Scheiße machen kann. Also ich kann mit dem halt schön was spielen, ich kann mit dem rausgehen, irgendeinen Kram machen. Das ist gerade richtig die schöne Zeit dafür. Diese Gummibärchen halt so. Klauen, ja. Ja, klar. Das genieße ich gerade mit dem eigentlich. Ist halt schade, dass es halt ein bisschen weniger Geld gibt, aber meine Güte, dafür habe ich halt, also ist es halt an persönlicher Front halt ganz gut. Dann war halt der Urlaub zu meinem 30. auf den Malediven, der war wunderschön. Also das Jahr an sich ist eigentlich trotz Corona eigentlich bei mir ein mega gutes. So. Also ich wüsste jetzt gerade nichts, was wirklich scheiße war bei mir. Ja, Weihnachten dieses Jahr es kommt wieder die Familie von meiner Frau zu Besuch, mit der Oma diesmal. Ich probiere mal ein neues Rezept für die Gans aus, da bin ich schon gespannt, wie das ankommt. Silvester wollte ich ja eigentlich, dass Phil und Tine zu Besuch kommen, aber wir haben jetzt gesagt, durch Omikron und so, und da meine Frau ja nochmal schwanger ist, dass wir dann doch eher sagen, wir wollen den Kontakt dann erstmal ein bisschen einschränken und feiern deswegen nicht und dann mal gucken. Jetzt werden meine Frau und ich wahrscheinlich einfach den Kleinen nochmal abgeben zu den Schwiegereltern und wir werden dann einfach irgendwie einen Serienmarathon machen und dabei Raclette essen oder irgendwie sowas. Gucken wir mal. Ja, der Nächste. Such dir doch einfach einen aus. Sei mal den Ball an jemanden weiter. Genau. Ich nehme Phil. War sowieso klar. aber... Ich habe es ja gerade schon gesagt, also bei mir war das jetzige Jahr, was jetzt noch ist, auch nicht viel anders. Vor allem arbeitstechnisch nicht, war es genauso, ich weiß nicht, ob ich es Kacke nennen soll, aber es war nervig. Und ich hoffe, dass sich das nächstes Jahr ändert durch die Sachen, die wir letztes Jahr und dieses Jahr gemacht haben. Muss ich aber nicht näher ausführen, weil das sehr viele Firmengeheimnisse sind. Ja, ja. Ja. Also mir hattest du, glaube ich, mal was erzählt, so ein bisschen. Ja, das und da drücke ich dir die Daumen. Hat sich vieles soweit gelöst. Nice. Und wenn das dann dieses Jahr, beziehungsweise Anfang nächstes Jahr, sich alles dann wirklich komplett gelöst hat, dann wird wahrscheinlich das nächste Jahr für mich eins der besten überhaupt. Ansonsten, ja, was ich noch vergessen habe, ich habe letztes Jahr natürlich auch ein Kind bekommen und das ist... Aber das mich ankacken. Das kann einem schon mal durchfallen, so, weißt du? Also, ja, was ist eigentlich passiert? Ja. Wichtig ist doch, dass du dich dran erinnerst, dass du mit deinem Vater und deinem Bruder im Büro gesessen hast, dass du die Dinge auf dich ankommt. Ich hab ja eigentlich nur die schlechten Dinge erzählt, deswegen habe ich das vergessen, ja. Also. Ja. Ja, also viel hat sich jetzt nicht zum letzten Jahr geändert, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch, ich musste auch durchgängig arbeiten, was natürlich an der anderen Stelle scheiße ist, dass ich fast keinen Urlaub hatte. Ich glaube, eine Woche waren wir mal weg, das war's. Das würde ich eigentlich gerne nächstes Jahr ausgleichen, indem ich ein halbes Jahr Pause mache. Wird wahrscheinlich aber auch nicht funktionieren. Und ja, keine Ahnung. Ich habe sehr viel Pokémon-Karten gesammelt. Dieses Jahr. Das hat letztes Jahr so wieder ein bisschen angefangen und das ist eigentlich ganz cool. Viel Pokémon gespielt. Weiß nicht, es kamen gute Spiele dieses Jahr raus, aber da kommen wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge dazu oder kamen schon dazu. Da würde ich gerne mit Krischi nochmal drüber reden, was für euch jetzt... Und nachher gerne noch aufnehmen, wenn die Zeit ist. Ansonsten machen wir das morgen. Nach Weihnachten. nein. ja, weiß ich nicht. War noch irgendwas Besonderes? Wir waren, habe ich noch vergessen zu sagen, auf der Hochzeit von Julian. Also der hat ja eigentlich schon letztes Jahr geheiratet. Ja, aber das war auch eine sehr schöne Party, fand ich. Das war halt auch so also zwischen. Also genau, das, ne? Das mit der Hochzeit war echt cool. Und Elbenwald-Festival muss ich natürlich auch noch mal betonen. Das war extraordinary. Das hat so ein bisschen Normalität reingebracht, ne? Mal wieder. Ja, darum geht's mir gar nicht, weil ich fand es jetzt nicht so schlimm, nicht rausgehen zu müssen. Oder eine Ausrede dafür zu haben, oh, ich kann heute gar nicht raus. Ist ja Corona im Umlauf. aber nicht aus dem Zelt. Das geht nicht. Ja, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Aber du hast mich natürlich unterbrochen, du Penner. Ah, so.
Ja, deswegen rede ich auch immer nicht, weil du immer dazwischen redest. Ja, ja. Ach so, stimmt, ja, planlos durch Mittelerde haben wir mal angefangen. Ich hoffe, das wird dann nächstes Jahr ein bisschen konstanter laufen. Am Zeitplan, also ja. Ja, aber das war jetzt nicht das, was ich sagen wollte, keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht mehr. Vielleicht fällt es mir noch ein, dann lasse ich erst Martine ran und dann unterbreche ich sie beim gegebenen Zeitpunkt. Das finde ich gut. Genauso läuft das hier, nämlich genauso. Immer schön unterbrechen. Ich nehme jetzt auch nur Tine, weil ich das mich bei den anderen noch nicht traue, einfach zu unterbrechen. Oh. Tine ist es schon gewohnt. Ja, ich kann damit umgehen. Also, 2021, da wollte ich hin. Also Anfang des Jahres hatte sich genauso angefühlt wie das Ende von 2020. Viel Stress, wenig Zeit und alles war nervig. Ich habe dann Mitte des Jahres den Job gewechselt. Das war eine sehr gute Entscheidung für mich. Was mein Leben auch so ein bisschen entspannt hat, sage ich mal so. Dann sind natürlich viele Sachen, die man sich für Anfang des Jahres noch, weil Lockdown noch ausgefallen. Wir haben mal wieder Harry Potter und The Cursed Child in Hamburg verschoben. Wir haben keinen Urlaub für dieses Jahr geplant gehabt, sondern nur so Tagesausflüge zu machen. Ich war wandern. Das war mein eigener Vorschlag und wir haben es tatsächlich umgesetzt. Und ich muss sagen, es war auch sehr schön dann im Sommer, mal so ein bisschen in den näheren Umgebungen, mal in der Natur unterwegs wieder zu sein. War natürlich aber trotzdem schade, dass wir nicht obligatorisch einmal ans Meer, Ostsee, Nordsee etc. pp. Gefahren sind. Ich vermisse momentan gerade wirklich einfach mal so ein bisschen aufs Wasser zu gucken. Aber ich muss sagen, mein Jahr hat sich so gefühlt bis Juni, Juli extremst gezogen und es ist nicht vorwärts gegangen. Und gefühlt kann ich mich ab dem Zeitraum Juli bis jetzt kaum daran erinnern, was alles passiert ist. Weil das so wie so ein Schnips einfach gewesen ist. Mhm. Der Sommer war halt sehr normal im Prinzip für mich, weil ja auch viele Maßnahmen runtergegangen sind. Wir sind zwar nicht weggefahren, das war schade. Aber so generell hat man so ein bisschen wieder Normalität gelebt in seinen Grenzen. Man hat sich aber so ein bisschen, also bei uns war das zumindest so ein bisschen verängstigt gefühlt. Man hat sich halt nicht so groß getraut, irgendwo hinzufahren und man wollte irgendwie niemanden irgendwas riskieren und hat dann halt kleinere Sachen gemacht, was auch süß war und was auch eine schöne Zeit war. Aber ich habe auch gemerkt, dass das nicht die Art von Urlaub ist, die ich gerne konsumieren möchte. Das hat mich einfach nicht wirklich großartig entspannt, was ja der Sinn von Urlaub ist, sagen wir mal so. Natürlich gab es positive Sachen, Julians Hochzeit, Elbenwald-Festival, Wandern, mal in eine Therme fahren, das war alles ganz schön und warm und angenehm. Das Child hast du vergessen. Na, das gucke ich mir ja jetzt nächstes Jahr an, da freue ich mich schon sehr drauf, tatsächlich. Nee, ich meine die Analyse. Der Krampf. Harry Potter und der Krampf, müssen, genau. Die Scheiße müssen wir ja noch zu Ende machen, ey. Naja, ich habe ja, egal, ja. Werden wir auf jeden Fall fertig machen, das steht fest. Dann will ich auch. Ich finde es eigentlich sehr positiv, dass wir das so mal auseinanderzupfen. Ja, auch wenn wir uns teilweise da ganz schön durchquälen. Aber ich finde es eigentlich wichtig, das so zu sehen, wie es halt ist. Ich meine, man darf bei der ganzen Sache immer nicht vergessen, dass es ein Skript ist und kein Buch. Aber desto mehr freue ich mich auf die Inszenierung. Und jedes Mal, wenn ich bei meiner Mama bin, sehe ich irgendwie die Fernsehwerbung von Harry Potter and the Cursed Child und denke mir nur so, cool, möchte ich bitte sehen. Würde ich, wenn ich gar nichts darüber wüsste, würde ich mich da super drauf freuen. Ich freue mich auch so sehr doll drauf. Und als die Premiere ja jetzt letztens war, ist es ja sehr viel geteilt worden über Social Media und vor allen Dingen über Instagram. Von uns bekannte Menschen um uns herum waren ja auch für die Premiere oder für die mediale Premiere vorher eingeladen. Ich war so neidisch. In mir war, ich bin selten neidisch, aber an diesem Tag, wo ich mir vorstelle, die sitzen da jetzt alle und dürfen sich das endlich angucken, nach anderthalb bis zwei Jahren warten und dann noch so speziell zu einer Premierenfeier sozusagen eingeladen zu sein, was ja nochmal was Besonderes ist, dachte ich mir so, ich will auch, ich möchte da auch sein.
Ja, da war ich wirklich ein bisschen traurig darüber, dass wir da nicht sein konnten, also dass wir nicht jetzt schon da sein konnten, um uns das ansehen zu können. Aber desto mehr freue ich mich jetzt darauf, dass das endlich nächstes Jahr passiert. Ich kreuze alle Finger, damit das auch klappt und nichts mehr noch irgendwas dazwischen kommt. Aber ja, jetzt sind wir sozusagen bei Weihnachten dieses Jahr angekommen. Ich bin dieses Jahr nicht wirklich traurig darüber, dass es wieder so klein sein wird wie jetzt das letzte Jahr. Man hat sich so ein bisschen daran gewöhnt und ehrlich gesagt mag ich das jetzt auch einfach, dass wir so ein bisschen die Prämisse oben halten, entspannt, gechillt. Wir machen kein großes Wuselbusel, was nie da ist, ist nicht da. Wir essen das, was wir wollen. Wir achten auf so ein paar Wünsche, was Essen anbetrifft. Holen ein, zwei Flaschen Wein, jeder darf sich was aussuchen. Es ist aber entspannt, es gibt keinen Stress, keinen Zeitplan. Und wir machen das einfach so, wie wir darauf Bock haben. Und das mag ich jetzt gerade eigentlich auch sehr daran, dass es so einfach sein wird. Und darauf freue ich mich jetzt tatsächlich auch schon sehr. Ja, Kai, los. Ja, gut. 2021 war, wie gesagt, mein Jahr hat damit geendet, 2020, dass ich halt versucht hatte, das eine oder andere Vorstellungsschreiben mal rumzuschicken als Bewerbung. Und ich bin dann tatsächlich genommen worden und habe dann nach ein bisschen Überlegen dann doch den Schritt gewagt, zurück in die Heimat, in einer ganz anderen Technologiebranche, als ich es vorher gearbeitet habe. Nichts mehr mit mathematischer Bildverarbeitung zu tun, also im Prinzip was ganz Neues für mich. Und bin dann im Prinzip im Mai habe ich dann halt meine Päckchen gepackt in Stuttgart und bin dann halt hier wieder zurück ins Saarland gezogen. Habe mich da jetzt einigermaßen gut eingelebt. Vorher bei der alten Stelle war ich auch relativ häufig, also eigentlich war ich nur noch im Büro gewesen. Also da hat sich im Prinzip an Richtung Lockdown nie so wirklich gedacht, weil ich im Prinzip eigentlich immer anwesend sein musste, weil ich halt die ganze Zeit immer an irgendwelchen Sachen herumgeschraubt habe, Sachen experimentiert habe und so. Und als ich dann jetzt halt hier nach ins Saarland gewechselt bin, bin ich seitdem eigentlich nur komplett im Homeoffice gewesen, also an der Stelle komplett umgeswitcht, was die Arbeit angeht. Was zum Teil auch so das eine oder andere negative Auswirkungen auf meinen Körper wahrscheinlich hatte, wo ich dann im Prinzip wahrscheinlich auch so ein bisschen mein Gewicht so wieder so ein bisschen gehalten und auch ein bisschen wieder draufgelegt hatte, was nicht so wirklich gut war. Und da muss ich definitiv was dagegen machen, weil ansonsten wird es nicht sonderlich gut werden. Deshalb muss wahrscheinlich vom Krischi seinen Ernährungsplan mal abgucken, was er so gemacht hat. Die andere Geschichte, was ich sonst so im Verlauf des Jahres noch so gemacht hat, also eigentlich hat so Ende 2020 schon ein bisschen damit angefangen. Da hatte ich im November einen Schreiber-Workshop mal mitgemacht, so von wegen schreibe dein erstes Dungeons & Dragons Abenteuer und habe dann halt dort mein erstes Abenteuer geschrieben nach einem Monat. Das war halt richtig, richtig heftig gewesen. Ich habe mir für 2021 halt gedacht gehabt, dass ich vielleicht das eine oder andere neu schreiben könnte, beziehungsweise ein größeres Projekt halt schreiben könnte. Und das ist jetzt mittlerweile so ein riesiges Projekt geworden, wo ich im Prinzip angefangen habe, Mini-Encounter zu schreiben. Also im Prinzip, wenn man irgendwo von einem Ort in den nächsten Ort halt wechselt und dann quasi dann die ganze Zeit unterwegs ist, irgendwo in einem Wald herumläuft und man irgendwann mal eine Rast macht oder irgendwo auf dem Weg entlang läuft, dass dann da zufälligerweise irgendwas passieren könnte. Und ich habe mir im Prinzip so dermaßen eine riesige Liste quasi vorgegeben, was ich machen könnte. Das, im Prinzip jeder einzelne DM was einbauen könnte davon, was jetzt eigentlich ein riesiges Buch werden könnte und wahrscheinlich noch ein bisschen zu viel Arbeit noch irgendwie auf meiner Seite noch benötigt. Aber es hat jetzt zumindest mal von dem, was ich jetzt schon niedergeschrieben habe, schon so einen Punkt erreicht, wo ich jetzt schon einigermaßen stolz sein kann auf das, was da zumindest mal drin stehen wird, wenn ich es mal zu Ende bringe. Das ist nämlich immer so das andere Thema, weil ich
oftmals das eine oder andere halt anfange und dann nie wirklich zu Ende führe. Und ich hoffe mal, dass ich bei dem Projekt da halt doch irgendwie das Ganze bis zum Schluss halt machen kann. Zumal ich das halt bei diesem Schreiber-Workshop halt schon gemerkt habe, wie man halt das Ganze auch zu Ende bringen kann. Und ja, dann haben wir ja jetzt angefangen mit den Nexus-Wandlern. Und ja, das wird dann auch eines der neuen Sachen, die halt noch bei mir auf dem Plan sein wird. Und ich habe schon, ich hoffe, dass ich da mich nicht noch mehr überlasse mit allem möglichen Kram. Und ja. Pfui, das machst du nicht, bitte. Nee, definitiv nicht. Dann sagst du das vorher. Mach ich. Sonst komme ich nicht zum Abenteuer. Ja, wir streiken alle, damit du Pause machst. Die ersten Sachen habe ich ja schon runtergeschrieben. Ah, wenn wir ja sehen. Aber ansonsten war es für mich halt wirklich ein Jahr der Veränderung. Und ich bin jetzt auch wirklich gespannt, wie dann halt auch 2022 wird, wenn jetzt halt hoffentlich auch eine Phase kommen könnte, wo jetzt auch wieder so ein bisschen stärkere Normalität wieder reinkommt. So, und jetzt, wer möchte denn von euch? Felix oder Dritzi? Ladies first. Dann. Ich kann mich da relativ kurz halten. 2021 war so ein typisches Durchgangsjahr, würde ich sagen. Also es ist nichts Spannendes passiert, aber Gott sei Dank auch nichts Schlechtes. Ja, also es ist wirklich nicht, ich habe tatsächlich überlegt, so hatte ich ein Highlight das Jahr tatsächlich nicht. Aber es ist auch nicht schlimm, es ist in Ordnung. Es war ein okayes Jahr, kann es auch mal geben. Das finde ich auch eigentlich okay, wenn man manchmal immer sagt, ja, es war jetzt kein Nonplusultra-Jahr. Ich meine, man kann nicht jedes Jahr durchballern, das geht einfach normal. Normale Menschen tun sowas nicht. Vielen Dank. Alle außer Phil. Wir sind ja auch kein normaler Mensch. Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch gut, wenn man dazu einfach stehen kann. Also, dass es nicht so super bedauernd ist, wenn man sagt, ja, alles langweilig, bäh. Nee. Ach nö, Quatsch, nö. Es war ja produktiv, aber es war jetzt nicht, ne? Ich war jetzt nicht in Miami oder so, I don't know, ja, also. Nicht spannend, dass es passiert, nee. Wird Zeit, nee. Geile Stadt. Hat noch nächstes Jahr, also 2022 wird ein geiles Jahr, das habe ich mir schon fest vorgenommen. So, da ist mir gerade eingefallen, bevor Felix jetzt dran ist, ich war ja letztes Jahr in New York, eine Woche, das war geil. Das war eine Woche, bevor es in New York mit Corona richtig losging. Und die hat es ja richtig hart erwischt dort. Also New York kann man sich auf jeden Fall mal geben. Also ich kann es jetzt nicht sagen, dass es eine schöne Stadt ist, aber es ist eine sehr beeindruckende Stadt. Ich habe schon viel von Amerika gesehen. New York habe ich dreimal versucht, hat es dreimal noch nicht geklappt. Wir haben die Hoffnung, dass es nächstes Jahr klappt. Ich glaube, ja. New York im Winter ist richtig geil. Also ja, das haben wir jetzt auch geplant. Aber New York habe ich halt noch eine eigene persönliche Erfahrung mit, die ich dann mit verbinde. Aber das war halt mein Hurricane-Event, das ich da mal in New York mal erlebt hatte. Aber das ist eine eigene Geschichte für sich. Da kann man eigentlich seinen eigenen Podcast damit füllen. Jetzt ist Krischi schon wieder gehuckt. Ja, nein. Hurricane-Podcast steht. Genau. New York-Podcast. Kai gegen Irene. Wer hat gewonnen? Du bist ja hier. Ich wollte gerade sagen, du sitzt hier, also Spoiler. Hey Felix, du darfst. Ja, mein Jahr war relativ ereignisreich. Hat jetzt nicht so krass spektakulär angefangen direkt am Anfang, aber so im Frühjahr war so das größte Event meiner Hochzeit. Also ich habe geheiratet. Zum zweiten Mal schon und ja, das war alles ein bisschen, war auch alles ein bisschen aufreglich, weil das war genauso diese Zeit, wo
im Wochentakt irgendwie sich diese ganzen Maßnahmen geändert hatten und du nicht wusstest, kannst du überhaupt mit irgendwem feiern, kannst du wenigstens die Eltern mit reinnehmen, gar niemanden, wie viel, was auch immer. Ging dann relativ gut eigentlich aber alles aus. Wir haben das sehr klein gehalten und bei uns zu Hause, aber war sehr schön und lief eigentlich alles ganz gut. Und dann konnten wir halt keine Flitterwochen machen. Deswegen haben wir uns dann im Mai kurzfristig für einen Spontanurlaub entschieden. Das war auch relativ kurz, nachdem man wieder fliegen durfte. Und da ging es dann halt, ich glaube, das war eine Woche vor der, in Anführungsstrichen, Saisoneröffnung, ging es dann quasi nach Mallorca. Es war... Das war tatsächlich richtig gut. Also wir sind jetzt schon einige Jahre zusammen. Das war unser erster gemeinsamer Urlaub, den wir dieses Jahr hatten. Und mir ging es gesundheitlich im Vorfeld auch nicht besonders gut. Hatte jetzt allerdings nichts mit Corona oder so zu tun, bevor jetzt ja einer schreit, warum bist du dann weggeflogen? Und das, was Tine so vorhin gesagt hat, dass man dann ans Meer und so, muss ich sagen, das war halt richtig gut. Also das waren halt nur 4 Tage oder 5 Tage, aber das war halt... Das war mit einer der erholsamsten Urlaube, die ich je hatte. Was auch dazu beigetragen hat, war, dass in Mallorca einfach nichts los war. Die ganzen Strände waren alle, die wurden erst so nach und nach mit Liegen bebaut. Es waren halt ganz wenig Menschen da, es war alles sehr ruhig, aber eben trotzdem so, dass eben noch ein bisschen was los gewesen ist. Das war sehr schön. Ja, und ich glaube, dann ging es eigentlich schon in großen Schritten aufs Festival zu. Das heißt, da war dann, das war mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden im Vorfeld, mit sehr, sehr viel Arbeit auf dem Festival und auch mit sehr viel Arbeit danach. Aber es war halt mega cool, es war so mein erstes Festival. Also ich war zwar letztes Mal schon, also 2019 auf dem Elmwald Festival, da habe ich halt noch im Store gestanden, da habe ich nicht wirklich was mitbekommen von dem ganzen Bums. Und dieses Jahr war es halt so, wir waren halt die ganze Zeit auf dem Feld unterwegs und eben ein oder zweimal eben auch auf der Bühne. Das war sehr geil, viele Leute kennengelernt, unter anderem halt die drei da. Jetzt, je nachdem, wie das jetzt aussieht, der sieht natürlich jetzt andere Gesichter, das wird spannend sein. Wen hat er da kennengelernt? Ja, aber eben auch Mona, Lea, Jan, Jenny und das war eigentlich ganz cool. Auch andere coole Leute, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Egal, ob es jetzt von der Kamera-Crew oder von der Orga-Crew war, die Wiebke zum Beispiel, das war halt richtig, richtig schön. Das waren ganz besondere Menschen, die man da getroffen und kennengelernt hat. Das war halt einfach so, also ich habe danach bestimmt noch einen Monat oder so einen richtig krassen Film gefahren. Ich bin halt auf die Realität irgendwie gar nicht so richtig klargekommen, weil ich immer noch in diesem ganzen Wust des Festivals festhing, dann habe ich halt danach in 1,5 Wochen den Elbenwald Aftermovie noch geschnitten, was für mich ein persönlich sehr großes Highlight war, weil das eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Arbeit geworden ist, wo ich sehr stolz auf mich sein konnte. Sehr gut. Ich habe wieder ein bisschen in meine alte Arbeit zurückgefunden, nachdem das alles nicht ganz so gut geendet ist, war dann aber mit alten Kollegen und meiner alten Firma mal wieder auf 1-2 Events unterwegs, wo ich mit denen zusammen wieder cool was starten konnte und was machen konnte. Das tat auch sehr gut. Bin auch jetzt ab und an regelmäßig, wenn es Corona zugelassen hat, auch zu Events zu meinem alten Arbeitgeber gefahren. Ja, und danach blieb es eigentlich relativ stressig. Weil nach dem Festival ging es dann schon eigentlich mit der Vorbereitung fast für die Weihnachtszeit los, was halt einfach in unserer Firma schon immer ein ganzer Packen an Arbeit ist, weil da sehr viel vorbereitet werden muss, weil da sehr viel gemacht werden muss und da war gut zu tun. Dann hatte ich noch 2 größere Jobangebote, die dann auch noch zeitgleich liefen, was auch alles so einfach kopfmäßig sehr viel Stress ausgelöst hat und alles nicht so easy war. Allerdings haben wir uns dann auch noch da hatte sich dann alles schon wieder so generell ein bisschen beruhigt. Da gab es dann auch noch mal einen zweiten Urlaub. Das war so der große Urlaub quasi. Ging es dann für 10 Tage nach Griechenland, wo ich die beste Pizza meines Lebens gegessen habe. Und das hat dann auch noch mal ganz gut geholfen, so alles in die richtige Richtung wieder zu lenken und so ein paar Sachen zu überdenken. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Ja, dann haben wir halt unser ganzes Podcast-Projekt, was wir ja dann
ich weiß gar nicht mehr, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind. Also ich weiß, wie Krischi auf die Idee gekommen ist, aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich da reingeschleimt habe, dass ich da mitmachen darf. Achso, doch stimmt. Ich glaube, Krischi wollte am Anfang meine. Du willst mal mitmachen. Nee, Krischi wollte meine Connections ausnutzen am Anfang. Das kann sein. Das ja. Das ist aber nicht nur am Anfang so. Ja. Doch, bitte. Also. Bitte, lass mich einfach in dem Glauben. Zerstör nicht meine heile Welt. Und ja. Kann ich wieder was von meiner Bucketlist streichen. Wenn wir mal gucken, wie das Ganze dann nächstes Jahr weitergeht. Jetzt ist bald Weihnachten. Ich bin dieses Jahr leider nicht so gut irgendwie in die Weihnachtsstimmung reingekommen. Also es hat bei mir dieses Jahr alles sehr, sehr lange gedauert und kam immer eher so stückchenhaft, aber das liegt dann halt auch einfach an anderen Sachen, an viel Stress und viel zu tun und so. Und jetzt hoffe ich, dass ich so in der nächsten Woche relativ straight in Weihnachten reingleiten kann. Ich kriege am 23. meine Booster-Impfung, da bin ich sehr happy drüber. Und ja, lasst euch boostern, Leute. Impfen ist wichtig. Ja, ich habe am 30. geht's bei uns. Ja. Sonst könnt Tino und ich nicht ins Kino. Und dann bin ich sehr sauer. Dann sorge ich dafür, dass ihr nächstes Jahr keine einzige Folge hören könnt. Das ist ein gutes Druckmittel. Das Lustige ist, das schaffe ich bestimmt sogar. Oh, und ich habe dieses Jahr unfassbar krass angefangen, mich mit Politik auseinanderzusetzen. Wahrscheinlich, weil Wahl war und das alles irgendwie so ich habe mich vorher immer so nur am Rand damit auseinandergesetzt. Und eins fällt mir noch ein. Ich habe letztes Jahr zu Weihnachten nämlich ein Buch gekriegt. Und zwar ein Buch, was ich in unserer Podcast-Folge vorgestellt habe, wo wir über Bücher geredet haben, von Robert Mark Lehmann. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er, ein Planet? Nee. Ja, auf jeden Fall, dieses Buch hat tatsächlich auch dafür gesorgt, dass ich einen sehr krassen Lebenswandel für mich persönlich durchgenommen habe, was Konsum von Nahrungsmitteln angeht, was Konsum von Konsumgütern angeht. Also da sehr viele Sachen anders handhabe ich jetzt anders und versuche deutlich nachhaltiger zu leben und mich deutlich mehr mit solchen Sachen auch auseinanderzusetzen. Und das hat eigentlich auch nochmal einen großen Impact gehabt dieses Jahr auf mich. Und damit ich jetzt hier nicht ganze Zeit weiterrede, ist bald Silvester und da habe ich genauso wenig Bock drauf wie sonst auch. Und wir machen das gleiche wie letztes Jahr, wir gehen ins Steakhouse. Das ist dann das eine Mal Fleisch, was ich dann esse, ist dann Silvester. Jetzt fällt mir auch wieder ein, weil du das Thema gerade angesprochen hast, was ich vorhin vergessen hatte. Und zwar, dass wir ja dieses Jahr eine neue Regierung bekommen haben. Ja. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir nicht nochmal die große Koalition mitmachen müssen. Karl Lauterbach ist endlich Gesundheitsminister. Die sollen sich jetzt erstmal alle beweisen, aber es ist erstmal schon mal gut, dass sich was geändert hat. Dass die CDU nicht mehr dran ist. Das sage ich auch. Das ist natürlich, weißt du, viel Vorschusslorbeeren, die müssen sie jetzt erstmal, da müssen sie erstmal zeigen, dass sie jetzt wirklich was anders machen, aber prinzipiell ist das erstmal ein gutes Zeichen und ein guter Schritt in eine richtige Richtung. Und nicht nur wir haben dieses Jahr eine neue Regierung bekommen, auch der große Bruder im Westen, die haben ja den Tomatenkopf auch endlich abgewählt. Und ich hoffe bloß, die wählen den Affen nicht nochmal zum Präsidenten in 3 Jahren, Alter. Ich finde es ja so ironisch, dass die CDU jetzt die ganze Zeit sagt, was so alles scheiße ist, aber die 16 Jahre die Regierung vorher hatten. Ey, das zeigt dir doch einfach mal, scheiße. Ey, das zeigt dir doch einfach mal, wie dumm diese ganzen Affen da eigentlich sind, oder? Das zeigt doch mal, was das alles für Flachwichser sind. Die haben Friedrich Merz gewählt zu ihrem Chef. Das sind einfach nur absolute Vollidioten. Hey, das ist doch gut, dass die Konstante weiterbehalten wollen, dass sie nicht gewählt werden möchten. Also, dass die Merz gewählt haben, kann ich ja noch nachvollziehen. Das ist halt ein Akt der Verzweiflung. So, was willst du halt auch sonst machen, wenn du zwischen Pest, Cholera und Covid wählen kannst? Naja, du kannst halt nur verlieren. Aber, ja, ganz ehrlich, also das ist doch, die sind nicht mal eine Woche in der Opposition und fangen halt an, nur Bullshit zu labern. Und du denkst ja, Alter, ihr Vollidioten, die Hälfte von der Scheiße habt ihr selber zu verzapfen. Ja. Haltet die Fresse, duckt euch und setzt auf euren beschissenen Stuhl, ihr Penner. Na, irgendeiner von denen meinte doch neulich so nach dem Motto, wir sind die beste Opposition, die es jemals gab in diesem Jahr. Da denkst du dir, was zum Henker, wo nehmen die das her? Aber gut. Also Selbstbewusstsein haben sie ja. Aber das verbessert zum Glück das Wahlergebnis nicht unbedingt. Naja, das war mein Jahr. Ja.
Möchtest du gleich wieder überleiten auf das zukünftige Jahr? Ich jetzt? Ja, rede mit dir. Ja, nächstes Jahr ist 2022, aka 2022. Yay. Und ich bin so ein Mensch, ich nehme mir eigentlich relativ wenig vor, von daher, ich kann zum zukünftigen Jahr gar nicht so viel sagen. Aktuell ist der Plan, dass das Elbenwald-Festival wieder stattfindet. Und sollte alles so sein, wie es jetzt ist, dann freue ich mich natürlich, euch alle wiederzusehen. Als Main Act aber? Ja, das sagen sie alle zu mir. Alle wollen jetzt auf einmal der Main Act werden. Ja, aber da bist du ja nicht Teil davon. Ich bin gespannt, ob ich dann überhaupt mit euch auf die Bühne darf oder ob das dann so nur hinter vorgehaltener Hand, weißt du, so. Ja, wenn wir Main Act sind, dann kommen wir mit krasser. Das geht doch nicht. Dann kommen wir mit krasser Security und niemand darf uns anfassen. Aber wirklich niemand. Finde ich gut. Mich darf gerne jeder anfassen. Darf ich dich anfassen? Ja. Das ist das Wichtigste. Auch hinter der Bühne. Na, sowieso. ja, ansonsten wird nächstes Jahr noch mal einiges passieren. Ich bin gespannt, wie unser Podcasting dann richtig, wenn es dann so richtig, richtig, richtig offiziell losgeht und so, wie das dann wird, bin ich echt ein bisschen serious. Nächstes Jahr kommen ganz viele coole neue Spiele raus, auf die ich mich freue. Und ja, ansonsten steht nächstes Jahr die Geburt meines ersten Kindes an. Und da wird dann auch noch mal einiges abgehen. Sag mal, habt ihr im Lockdown nichts zu tun oder was? Ja, doch. Glückwunsch. Wir haben tatsächlich Glück gehabt. Also wir haben es halt schon sehr, sehr lange versucht, also mehrere Jahre, und waren dann auch schon in einer ich weiß nicht, wie heißt denn das, eine Kinderwunschklinik in Berlin und allem drum und dran. Und der Arzt hat gesagt, nee, versuchen Sie es mal noch so 1-2 Monate weiter. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann kommen Sie noch mal her. Dann, und dann hat es zum Glück geklappt. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich 50.000 Euro ärmer oder so, die ich nicht habe. Ich bin arm. Das sind auf jeden Fall sehr schöne Nachrichten. Ja. Gibt's schon Namen und wieso heißt er Phil? Namen hängt halt davon ab. Also, wir erfahren erst im Januar, was es wird. Na, Phil, das ist halt das ist halt das Schlimme. Ich darf halt nirgendwo mit hin. Ich darf zu keiner Voruntersuchung oder so mit rein. Das ist halt alles aktuell ein bisschen. Und deswegen hat meine Frau gesagt, sie will noch nicht wissen, was es ist. Erst quasi, wenn ich zum ersten Termin mit hin darf, dass wir das dann zusammen erfahren. Aber ja, das ist doof. Ich bin mal gespannt, was das dann wird. Hast du einen Wunsch? Was? Also ich meine, klar, man sagt, man liebt alles, was rauskommt, aber hast du eine Präferenz? Also das ist echt schwierig. Solange es klein ist, würde ich mir lieber ein Mädchen wünschen als einen Jungen. Aber wenn ich dann daran denke, dass das Ding irgendwann groß wird, hätte ich lieber einen Jungen als ein Mädchen. Weil die Wahrscheinlichkeit, also weißt du, der Junge kann halt später unverschuldet irgendjemanden schwängern, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich als Vater drum kümmern muss, noch nicht ganz so hoch. Also als Großvater, wenn es meine Tochter ist, muss ich halt, muss ich die ganzen Leute alle bei mir aufnehmen. Ich bin doch so ein Mensch, ich würde das doch machen. Was so, weißt du, dann habe ich irgendwie in 16 Jahren schon Enkelkinder und. Was? Genau, du unterstellst deinem ungeborenen weil jede Kind Frau aber ganz immer schön schwanger Sachen. Wird. Genau. Ja, wenn es nach mir kommt, dann sehe ich da schwarz. Nee, keine Ahnung. Also generell bin ich da sehr, sehr flexibel. Also ich hätte, glaube ich, also wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich, glaube ich, gerne ein Mädchen. Aber generell bin ich da auch voll. Ich bin tatsächlich jetzt so, ich habe mich auch dieses Jahr sehr viel damit auseinandergesetzt. Das Kind soll halt irgendwann selber entscheiden, was es will. Und ich werde dem Kind auch, ich bin jetzt schon so, dass ich allen sage, das ist egal, was es wird nicht nur blau oder rosa gekauft. Ein Junge darf rosa Sachen tragen und das Mädchen darf genauso gut mit Autos spielen und schießen nicht. Wir wollen ja keine Tiere töten mehr, aber ansonsten, das darf es dann entscheiden, wenn es 18 ist. Kannst du mir Bogenschießen beibringen? Hauptsache grün. Ja, sowas. Vor allen Dingen ich. Ich kann ja ohne Brille, sehe ich ja nicht mal meine Hand. Ja, ich bin auch blind wie Maulwurf, ey. Bin ich schon wieder der Einzige ohne Brille hier. Ja, das stimmt. Council of Glasses hier. Ja, und dann mal gucken, was das dann nächstes Jahr wird. Anstrengend, sag ich dir.
Ja, aber da bereite ich mich jetzt schon mental vor. Ich schlafe jetzt schon nicht mehr. Funktioniert nicht. Verdammt. Das habe ich auch probiert. dann gebe ich, oh Gott, an wen werfe ich denn den Ball? Ich mache mal, warte, ich mache die Augen zu und zeige einfach auf den Bildschirm. Tine ist dran. Okay, 2022. Eigentlich will ich mir auch immer konsequent nichts vornehmen, weil ich das auch für Quatsch halte, sich da so mental unter Stress zu setzen. Aber eigentlich möchte ich gerne mehr in mich selber investieren. So blöd sich das wahrscheinlich anhört. Aber die letzten 2 Jahre waren sehr viel Arbeit für mich in sehr unterschiedlichen Richtungen und ich habe mich sehr wenig um mich selber gekümmert. Und das würde ich gerne nächstes Jahr aktiv ändern. Und das ist jetzt kein Vornehmen sozusagen, sondern das ist etwas, das ich halt wirklich will und das ich auch unbedingt tun muss, weil ich glaube, wenn das so weitergeht, wie ich das halt momentan mache, ist das keine besonders intelligente Idee. daher möchte ich halt mit 2022, das ist ein Zungenbrecher für mich übrigens, anfangen, einfach mir selber wieder mehr Zeit und Raum zu geben für Entwicklung und Weiterentwicklung und Bildung und Zeit und Kreativität und Dinge. Deswegen hatte ich auch die Idee mit diesem Podcast-Thema Tea with Tea gedacht, einfach als Plattform dafür, sich weiterzuentwickeln. Was daraus dann nun wird, das entscheide halt immer noch ich selber, aber ich will halt gerne irgendwas haben, was einem sozusagen auch eine Plattform dafür bietet, wo man das miteinander machen kann oder halt einfach sieht, wohin es gegangen ist in einem Jahr. Und ehrlich gesagt wünsche ich mir einfach, dass wir 2022 irgendwann wieder an einem Punkt ankommen, den wir mit Normalität plus beschreiben. Ich will, dass es aufhört, dieses ganze Corona-Thema. Das wird uns zwar unser Leben lang zukünftig immer begleiten, davon bin ich mir sicher. Aber ich will wieder Leute sehen. Ich will wieder irgendwo hingehen können. Ich will nicht die ganze Zeit Angst haben, krank zu werden. Ich will nicht Angst mehr dafür haben, andere krank zu machen, weil ich irgendwie Träger von irgendwas sein könnte. Ich will mehr Spontanität zurückgewinnen. Das würde ich mir einfach wünschen. Das sind so Dinge, die mir aktiv fehlen, zu sagen, ich rufe XYZ an und wir sagen, wir treffen uns in 2,5 Stunden da. Und das geht halt auch ohne Voranmeldung, ohne Testen, ohne Angst zu haben. Und das soll nicht einfach nur im Sommer so sein, sondern ich will das ganze Jahr einfach so wieder haben. Daher, Leute, Arschbacken zusammenkneifen und einfach mal die Füße stillhalten, damit sich die ganze Scheiße mal weiter bewegt. Was? Nee, das soll sich nicht mehr bewegen. Es soll sich woanders hin bewegen, in halt ein anderes. Soll aussterben. Ja, aussterben wird es nicht. Das glaube ich nicht, daran, da bin ich mir sicher. Aber du meint auch nicht ausstirbt, das ist das Problem. Aber ich möchte halt einfach, dass wir ein anderes Level von wie wir damit umgehen, erlangen können und damit halt einfach wieder ein Leben zurückgewinnen, das uns wieder mehr Freiheit gewährleistet oder einfach auch mehr Sicherheit oder mehr Flexibilität, mehr Spontanität, mehr Kreativität und mehr Lebensgefühl. Langsam möchte ich halt einfach wieder leben, wie ich das möchte und nicht immer in Angst oder in Unsicherheit. Gut, mit positiveren Worten gebe ich jetzt an Dritzi weiter. Also Tine, wir müssen definitiv an deiner Zufriedenheit arbeiten. Ja, ich auch. Damit und sind wir Selfcare ist unfassbar wichtig. Guru-Krischi ist für dich da. Das stimmt. Nimm dich in die Arme. Begrüße, wer du bist. Genau. Du musst öfters den Guru-Krischi hören. Den höre ich einmal die Woche. Bitte nicht in die esoterische Richtung. Da gibt es leider eine ganz falsche Ausrichtung gerade, auch durch Corona. Oh, das ja, stimmt. Das ist richtig. Also, los. Mein Jahr 2022, darauf freue ich mich richtig. Weil es für mich ein Jahr mit ganz vielen Veränderungen wird, die jetzt nicht, das sind jetzt keine Ziele, die ich mir setze, sondern einfach sehr wahrscheinlich passieren werden. Ich werde
Keine Ahnung, ich werde erstmal Großbritannien-Reise machen, die steht schon seit ewig aus, seitdem ich 16 bin. Und werde dann drei Wochen erstmal da sein. Wirklich London, Liverpool, in Wales, in Edinburgh, also wirklich ganz oben nach Inverness. Also wirklich einmal komplett durch so eine Rundreise, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann werde ich sehr wahrscheinlich meinen Doktor endlich fertig haben. Das heißt, ich bin dann offiziell die Frau Dr. Sommer. Hihihi. Und ist wirklich Sommer mit Nachnamen? Nein. Aber das Thema, also grad, mein Thema, in dem ich promoviere. Geil. Das wäre richtig geil. Das wäre wirklich witzig. Aber nee, also, denn mein Nachname passt auch zu meinem Thema, aber nein, ich bin, heiße nicht Sommer. Ja, das werde ich auf jeden Fall fertig haben. Meine große Schwester heiratet. Das ist auch schön. Bin ich Trauzeugin mit meiner Zwillingsschwester. Also viele schöne Sachen, auf die ich mich auch freue. Ja, genau. Und ich werde wahrscheinlich auch noch meinen Job wechseln müssen, leider. Weil mein Vertrag abläuft. Ja, da muss ich dann mal gucken, ja, was ich dann so mache. Ich finde die Sexualtherapie nochmal im Besonderen interessant. Aber mal sehen. Krass. Ja, nimm dir viel Zeit für Schottland. Okay, das waren jetzt so viele Menschen auf einmal. Ja, ich nehme Zeit für Schottland, habe ich eingeplant. Ich will irgendwann nochmal nach Irland. Ist auch geil. Ich gönne mir bei, in Schottland gönne ich mir auch die schottischen Highland Games mit dem Baumstampf werfen und so. Will ich mir ansehen. Das wollte ich auch immer mal machen. Ja, und die haben dann alle ihre Schottenröcke an, mit Dudelsack und so, ist richtig cool. Ja. Ich habe auch noch irgendwo im Keller einen Schottenrock liegen, so einen echten Arschteuer, die Dinger. Nice. Ja, stimmt. Ich habe dieses Jahr übelst viele Menschen kennengelernt, die Doktor werden. Ich finde das total beeindruckend. Und alle so unterschiedliche Doktoren. Ja, und ich habe nicht studiert. Ich bin immer der dumme August. Muss man auch nicht. Es kommt echt auf die Branche an. Ich sag dir gleich, ich verdiene nichts. Also da kenne ich Leute mit Ausbildung, die ein Vielfaches von mir verdienen. Also man sollte nicht immer alles am Geld festmachen. Ja, aber es ist dann doch auf die Zeit gesehen ein nicht unwichtiger Faktor. Ja, für die Zeit und für das Geld, was du auch investierst. Also das muss man sich schon gut überlegen. Ja. Ich war damals, wurde ich umwickelt. Ich war kein Mensch, der gesagt hatte, ich will einen Doktor machen. Mein Doktorvater kam damals auf mich zu und hat mich angeschleimt. Und ich war damals, muss ich wirklich sagen, so, wie nennt man das, geschmeichelt, dass ich ohne groß nachzudenken Ja gesagt habe. Und dann hat man 3 Jahre die Sache an der Backe und hat viele oft die Momente, wo man denkt, lohnt sich das wirklich? Macht das wirklich Sinn jetzt? Aber mir kam die Pandemie wirklich zugute, weil ich konnte eh nichts machen. Also ich habe jetzt diese 1,5 Jahre Pandemie, was war? Ich habe nichts verpasst, Gott sei Dank, dadurch. Aber jeder, der einen Doktor machen will, kann das gerne auch tun, aber ich finde, das muss man sich immer 3- und 4-mal überlegen, ob es das wirklich wert ist. Ja. Ich kann Gott, nur sagen, gar nicht demotiviert sein, sorry. Ja, für die Demotivation beim Doktor kann ich dienen, aber das ist eine andere Geschichte. Ah, okay. Ich hatte vier Jahre lang versucht zu promovieren und habe dann abgebrochen, aber ja. Geht halt. Kenne ich viele, Abbruchquote ist auch hoch, also ist auch nachvollziehbar. Ja. Gut, einfach dann kaufen den Titel. Ja, nee, zum Beispiel. Na. Also ich wollte so schnell wie möglich mit dem Studium fertig werden, wie es geht. Wenn ich nicht gemusst hätte, oder eigentlich hätte ich auch nicht gemusst, hätte ich es nicht gemacht, weil Studium und Lernen scheiße sind. Aber in meinem Bereich gibt es auch keinen guten Doktortitel, also zumindest keinen sinnvollen im Wirtschaftsbereich. Braucht man nicht. Da ist Erfahrung viel wichtiger. Häufig. So, wen nehme ich denn dran? Komm, Krischi, du spielst so schön mit dem Zauberstab. Oh, wow. Hol ihr den? Ganz schön dünn. Ja. Oh mein Gott. Quasi das, was Tine gesagt hat, dass sie sich im nächsten Jahr ein bisschen mehr für sich selbst quasi machen möchte. Möchtest du für Tine auch, oder was? Erstmal das natürlich. Tine, dabei unterstütze ich dich und ich drück dich. Und nee, bei mir ist es im Prinzip so, ich habe immer so gesagt,
dass es wichtig ist, dass es mir persönlich gut geht. Also, wie soll ich das erklären? Also nicht nur mir persönlich, so, dass das Leben halt einfach schön ist. So. Und dass dadurch halt auch immer mal so ein bisschen Studium und sowas alles schleifen lassen habe, weil ich halt gesagt habe, es ist halt wichtig, dass die Psyche halt gut ist und das Leben schön ist, dass man das Leben genießt und so. Will mir aber jetzt für das nächste Jahr halt eigentlich vornehmen, dass ich da halt auch mal ein paar Dinge schaffe. Also zum einen, dass ich mit dem Studium endlich fertig werde, beziehungsweise fast fertig, weil ich glaube, ganz bis zum Ende schaffe ich es noch nicht. Dass ich versuche, beruflich auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Mal gucken, wie sich das entwickelt, ob es überhaupt geht. Bei Kinos und so. Wissen wir ja. Und ja, ich hab halt auch angefangen, jetzt mir Photoshop beizubringen, so dass ich halt auch mal ein paar Skills dann halt mir aneigne, dass ich da mal ein bisschen was lerne. Ja, also einfach, dass ich ein bisschen mich mal ein bisschen weiter bilde. Und ja, Nexus Wandler an sich ist ja auch eine eigentlich ziemlich große Sache. Da können wir noch gar nicht so richtig absehen, wie sich das entwickeln wird, wenn das alles so gut ankommt. Wenn das überhaupt gut ankommt. Vielleicht haben wir auch einfach so, dass ein paar Projekte gar nicht ankommen und das wird dann mal umorientieren müssen. Aber ja, da sehe ich auch so ein bisschen so als, quasi aus der Sicht so, dass, weil Projektmanagement interessiert mich so mega, wie das so wird. Na sonst, ja, also das zweite Kind kommt dann nächstes Jahr im Sommer. Freue ich mich auch drauf, dass ein Sommerkind wird. M-Wide-Festival bin ich auch sehr gespannt, inwiefern wir da mitmischen werden. Also ob wir ein bisschen mehr machen als letztes Jahr oder auch nicht. Also oder als dieses Jahr. Noch mehr. Hauptsache, wir sind da. Noch mehr Party. Noch mehr Party. Ja, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass... Dann muss das Zelt aber größer werden. Dass das alles ein bisschen normaler wird, aber mal gucken. Wenn nicht, dann ist es halt so. Ich würde es mir aber schon wünschen und ja... An sich, sonst gibt es gar nicht so viel. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich noch was vergessen habe. Tine hat einen Finger. Ja, also bevor du weitergibst, ich will noch eine kurze Sache dazu werfen. Ich will jetzt nicht, dass die... Alles klar. Ich will jetzt nicht, dass ihr alle glaubt, dass ich der übelste Trauerkloß bin und traurig durch mein Leben streife. Da kannst du doch gar nicht traurig sein. Was ich nicht gesagt habe, noch für nächstes Jahr 2022, ich glaube, ich habe Stand jetzt für nächstes Jahr 8 Event- bzw. Konzertkarten. Und so gefühlt jeden zweiten Monat bin ich irgendwo unterwegs oder will mir halt irgendwas angucken und sitze einfach so gefühlt mit allen gekreuzten Fingern irgendwo rum und denke mir so, sagt nichts ab, verschiebt es irgendwie, erfindet von mir aus irgendeine krasse Regelung dafür, wie häufig ich mich da vorher getestet habe, ist mir scheißegal, ich mache alles. Ich will einfach, dass das auch stattfindet und man halt einfach das wieder macht und darauf freue ich mich unfassbar sehr. Da sind viele coole Sachen dabei. Ich finde so generell so überhaupt krass, dass alle Künstler für nächstes Jahr irgendwie eine Tour angekündigt haben. Also es sind so schlimm viele, dass du meine Kreditkarte hat einfach geglüht irgendwann. weil man sich so gesagt, ja, ich will dahin gehen und dann dahin gehen und lass mal gucken, wie wir das irgendwie kombinieren können mit irgendwas anderem noch. Und ich bin immer noch im Überlegen, mir für noch weitere Konzerte Karten zu kaufen, wo ich halt so hin und her schwanken bin immer noch. Aber das könnte bei mir ja dann auch einfach sein, ich entscheide das jetzt mal 2 Wochen vorher, wenn es noch Karten gibt, dann ist es halt so, wenn ich darauf Bock habe und abhängig der Situation ist. Aber es ist, ich will halt nur sagen, ich will, dass sich Dinge ändern und dann tue ich auch was dafür. So, jetzt kriegst du. Doch, super, dass du so zielstrebig bist. Doch, finde ich gut. Finde ich auch schön. Danke. Dann will ich halt versuchen, also ich habe es gut abgenommen, ich will mal gucken, dass ich noch ein bisschen mehr abnehme und wenn es halt geht, dass ich ein bisschen mehr schwimmen gehe. Das nervt mich halt hier ein bisschen an, da wo ich wohne, weil hier ist halt quasi direkt in der Nähe nichts. Ich müsste entweder nach Dresden fahren, eine halbe Stunde oder fast eine halbe Stunde nach Meißen. Oder meistens ist es aber arschteuer. Ist halt alles mal ein bisschen nervig. Heute hat er sagt, der Einzige, der einen Pool hat und in der Nähe die Elbe. Ja, wow. Aber gegen den Strom, also im Fluss gegen den Strom schwimmen, das macht einen breiten Rücken. Ja. Also, die Ausreden schaffst du dir nur selbst. Ja. Und dann hat mich heute noch jemand angeschrieben mit einer, also da gucke ich mal, inwieweit sich das entwickeln kann. Das wäre so eine Möglichkeit für mich, so ein bisschen Hobby und
beruflich was zu vermischen, wo, ja, wo sich was draus entwickeln könnte. Da gucken wir mal, was das wird. Weiß ich halt selbst noch nicht so ganz. Der hat mich heute erstmal angeschrieben und jetzt gucken wir mal, was das werden könnte. Da bin ich dann auch mal gespannt, weil da könnte ich so ein bisschen meine Affinität für gewisse Spiele mit reinbringen. Und ja, ansonsten. Und du gehst zu den Beats Meets oder zu den Rocket Beats als Gamer. Das wäre schon lustig. Das wäre schon lustig. Nein. Nee, und ansonsten, ich freue mich halt auf Hogwarts Legacy im nächsten Jahr. Ich glaube. Also ich muss mal, kommt. Ich muss mal abklären. Halt die Klappe, Kai! Ich muss mal, ich muss mal abklären dann mit meiner Frau. Wie es ist. Ob ich da noch ein bisschen Resturlaub habe, weil ich glaube, ich würde mir dann wirklich Urlaub nehmen und auch sagen, ich stream das dann eine Woche lang durch, das Spiel. Macht es nicht. Ich habe dreimal in meinem Leben Urlaub genommen für einen Spiele-Release und alle drei Male wurde das dann eine Woche vorher nochmal verschoben. Nimm dir nie Urlaub für sowas, da kannst du dich nie drauf verlassen, dass das Spiel rauskommt. Wenn ich das mache, dann mache ich mir schon noch einen Backup-Plan. Also wenn das nicht geht, dann mache ich mir halt was anderes. Das ist ja nicht so das Problem. Versuch das so hinzukriegen, dass du das spontan machen kannst. Ansonsten, du beißt dir so hart in den Arsch, weil du hast dann Urlaub und dann kommt das Scheißspiel eine Woche oder zwei Wochen später raus. Es gibt nichts Sackigeres. Ich schau mal. Also ich habe eh überlegt, ob ich jetzt auch noch spare auf eine PlayStation 5, weil ich glaube, wenn das Spiel nachher draußen ist, das Hogwarts Legacy, ich glaube, das würde mein PC, wenn ich es dann wirklich streamen will, auch nicht mehr so richtig krass packen. Naja, mal gucken. Dann ist nämlich besser, es kommt später raus. Da würde ich halt drauf sparen. Kommst du zu mir, dann streamen wir von hier aus. Ja, easy. So machen wir 24 Stunden, dann wechseln wir uns immer ab. Ja. Aber ja, ich weiß nicht gerade, ob noch irgendwas ist. Aber eigentlich, glaube ich, war es so. Wir waren noch nicht. Kai war noch nicht, glaube ich, ne? Oh. Kai und ich. Ja, unter anderem. Oh. Oder Phil, willst du es als erstes? Na, Phil sitzt wieder im Büro zusammen mit seinem Vater und mit seinem Bruder. Ja. Aber diesmal ist sein Sohn noch mit dabei. Nee. Nee, also Kai, willst du oder soll ich jetzt? Kannst du ruhig starten. Was ich auf jeden Fall sagen kann und das auch nicht nur für das Jahr 22 ist, dass ich meinen Sohn auf keinen Fall ins Büro hole, freiwillig, wenn er das nicht will. Auf keinen Fall. Weil ich das nämlich, um mal aus dem Nähkästchen zu sprechen, nicht freiwillig in diese ganze Struktur eingebunden wurde und ich das niemandem anderen wünsche. Weil das war, also mehr ins kalte Wasser kann man nicht geworfen werden und es hätte auch alles nach hinten losgehen können, dann würde ich wahrscheinlich hier nicht sitzen. Dann würde ich wahrscheinlich auf der Straße sitzen. Aber das muss ich nicht näher ausführen. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man die Kinder, und das wünsche ich mir für jedes Kind, selbst entscheiden lässt, was es machen will. Und wenn es ein Job ist, der kein Geld bringt, wenn es dem Kind Spaß macht, dann sollte es machen. Und immer dieses Gezwungene und ja, du musst mein Erbe weiterführen und sowas, das ist absolut gar nicht mein Ding. Und finde ich auch richtig scheiße, sowas zu machen. Ich muss sagen, für das nächste Jahr, und da freue ich mich auch so ein bisschen, was Felix gesagt hat, weil ich glaube, da ist jetzt so ein bisschen mein Bruder im Herzen. Einmal, weil ich dieses Jahr auch extrem angefangen habe, mich mit Politik zu beschäftigen. Sehr schön, wir machen einen Politik-Podcast, ey. Ja, ich finde... Vorsichtige Gewässer. Sehr vorsichtig. Ich glaube, dass wir da auch eher so die gleiche Schiene fahren und es macht dann, glaube ich, gar nicht so viel Spaß, wenn man da immer nur sich gegenseitig dann die Eier krollt, auf die Schultern klopft. Das muss man dann auch nicht machen. Da gibt es auch viel mehr, gibt's auch Leute, die viel mehr Zeit haben und viel mehr Ahnung, um sich da wirklich ordentlich damit zu beschäftigen. Ich würde mich da jetzt nicht in der Lage sehen, das zu machen. Sollten wir eine Partei gründen? Das wären dann wahrscheinlich immer nur eigene Meinungen und wenig Fakten. Deswegen braucht man das wahrscheinlich nicht machen. Aber ich meine da auch eher ein anderes Thema. Und zwar ist es die Ernährung. Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr, und ich habe damit dieses Jahr auch schon angefangen, kein bis überhaupt gar kein Fleisch mehr essen. Das hätte ich von mir bis vor 3 Monaten niemals gedacht, weil ich da wirklich jeden Tag mir alles reingepfiffen habe, was mit Fleisch zu tun hat.
Gründe dafür muss ich jetzt hier nicht öffentlich machen. Das muss jeder selber wissen. Da gibt's, ich weiß nur, dass es da viele Unwahrheiten gibt, die da immer hin und her von den beiden Seiten, sage ich mal, hin und her geworfen werden. Also von den Fleischessern, von den Nicht-Fleischessern oder von Vegetariern und Veganern. Und so wie ich das verstanden habe, möchte das Felix ja auch machen. Und das ist eigentlich so das Ziel für mich nächstes Jahr. Ich habe auch in den letzten 3 Monaten meinen Fleischkonsum deutlich reduziert, sehr, sehr deutlich. Und wir machen jetzt für mich eigentlich so einen Abschluss, auch wenn das eigentlich blöd ist, aber ich habe zum Geburtstag noch ein Achtel Schwein geschenkt bekommen. Also es gibt ja... Welches Achtel denn? Unterschiedlich. So ein Achtel Schwein. Oder ein Zwölftel, ich weiß es nicht. Es gibt ja so... Das ist schon eine ganz geile Sache. Ja. Das ist was du meinst. Ja, aber das ändert trotzdem an der ganzen Industrie leider nichts, was auch mein Problem ist. Auch wenn das so angeboten wird, wie es angeboten wird, der Weg dorthin, wie das wo hingeht, das ist meistens der gleiche. Deswegen ist das auch ein Thema, was jetzt hier auch nicht hingehört. Und dieses Schwein ist jetzt aktuell noch in meinem Tiefkühlfach. Und es wird zum 24. werden diese ganzen Sachen gegrillt und dann werde ich mich, werden wir wahrscheinlich im Haushalt selber kein Fleisch mehr haben. Was ich eventuell noch machen werde, ist außerhalb mal Schwein essen. Nicht Schwein, sondern Fleisch allgemein. Und bei Sushi habe ich noch ein extrem großes Problem, weil das nämlich mein Lieblingsessen ist. Aber ich habe auch tatsächlich dieses Jahr schon sehr viel vegetarisches Sushi gegessen und veganes Sushi. Und das wird dann quasi so der Abschluss für mich, dass das dann alles aus dem Haus ist. Und ich glaube, wir haben auch tatsächlich seit September selber kein Fleisch mehr gekauft. Und das ist das größte Ziel, was ich für nächstes Jahr habe. Ob ich irgendwann schaffe, 100%ig vegan zu leben, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich denke mal, das muss man schauen. Ja, ansonsten beruflich hoffe ich, dass ich diese ganze Scheiße, die ich letztes und vorletztes Jahr nicht mehr machen musste, die ich gemacht habe, nicht mehr machen muss. Habe ich aber schon viel drauf hingearbeitet. Und ich möchte mir deutlich mehr Urlaub nehmen. Was natürlich erst funktioniert, wenn der ganze Blödsinn vom Tisch ist. Und mehr trainieren würde ich gerne. Das hat nur nicht so funktioniert, weil ich durch mein Kind gefühlt alle 2 Wochen krank bin. Und dann kann man auch nicht so gut trainieren. Ja, ansonsten, weiß nicht, fällt mir noch was ein. Podcasts müssen wir sehen. Überlasse ich die Zügel erstmal anderen Leuten, wie Krischi zum Beispiel, der macht das bestimmt gern. ich lasse mich da ein bisschen mitschleifen. Und damit es nicht ganz so mein Kopf in Anspruch nimmt. Und ich weiß gar nicht, kommen nächstes Jahr geile Games raus? Bestimmt auch. Horizon. Da brauche ich auch wieder eine PlayStation. Aber ich möchte... Ich glaube, kommt das nicht auch für den PC raus? Das kommt auch für die 4, nee. Für die 4, was genau, aber irgendwo kam es für die 4 kommt es raus und wenn, ich hätte jetzt halt eher gesagt gehabt, ist eine Zeit lang exklusiv für die PlayStation und dann mit 1-2 Jahren Abstand dann wahrscheinlich auch für PC. Aber ist Zero Dawn auch schon für den PC draußen? Ja. Zero Dawn ist seit letztes Jahr, oder? Hey, ja, geil, genau, letztes Jahr. Das war, als es rauskam, der Port war mega schlimm. Ich hatte das ja, das war richtig, das konnte grafikmäßig war da egal. Ey, ja, aber ist, mittlerweile muss es auch ziemlich gut aussehen. Ja, mittlerweile ist es super, aber am Anfang, das ging gar nicht. Du hattest, also, ich weiß nicht, was da war. Du hast eingestellt, dass die Grafik ultra ist und es sah aus, als hättest du es vor 10 Jahren oder so auf dem PC gehabt. Erstmal freue ich mich auf Lego Star Wars. Das ist geil. Die Skywalker-Saga. Das war ja auch schon seit 3 oder 4 Jahren angekündigt ist. Nö, also ansonsten lasse ich es auf mich zukommen. Das nächste Jahr. Ich kriege kein zweites Kind. Zumindest noch nicht, dass ich wüsste.
Wollte ich gerade sagen, weißt du noch nicht. Überraschung. Überraschung. Vielleicht ist es ja am 24. unter Weihnachtsbaum. Die Ankündigung also heute quasi. Oder auf Laufe von 2022. Ja, genau. Ja, ich hoffe, dass mein Kind nächstes Jahr anfängt zu reden, weil der nervt gerade ein bisschen, dass er immer nicht sagen kann, was er will. Wie viele Monate ist das Kind alt, wenn ich fragen darf? 16? Nee, 18? Okay. Nee, doch. Nee, wird jetzt 18 Monate. Ja. Okay, komm dann schon. Irgendwann wünschst kommt du noch, dir dann, dass sie nicht mehr reden. Laberphase kommt noch. Eigentlich so ja, ungefähr mit so zwei Jahren haben wir so eine Sprachexplosion und dann geht's. Das wird bei dem wahrscheinlich wirklich extrem, ja. Ja, das geht also, dann ganz schnell. Das ist wie so ein Schalter umgelegt dann. Ja. Also Milan ist auch so ein Laberkopf, Alter. Ja, das hat er aber vom Papa. Ja. Also, heute war auch wieder irgendwas, da habe ich auch nur gesagt, Alter, der hat nur Knete im Kopf. Guck, meine Frau mich nur so an, so mit so einem Lächeln. Weißt du, woher das halt ist? Okay, dann würde ich mal an Kai weitergeben. Okay. Grünen Abschluss. Bei mir ist es halt so, ich habe jetzt nächstes Jahr, so wie soll ich sagen, ein großes Datum in Anführungszeichen direkt vor mir, vor meinen Augen. Kriegst du ein Kind? Nein, Gottes Willen. Kalender vor dir gerade, oder? Das ist die große 40, die halt bei mir kommt. Was ist Party? Oh, ich bin froh, dass wenigstens einer hier älter ist als ich. Ja, nee, aber ich habe mir halt für die 30er quasi vorgenommen, glücklicher zu werden. Und das ist eigentlich nicht so ganz eingetreten so in den letzten 10 Jahren. Und ich habe mir zumindest mal das jetzt wieder so ein bisschen auf die Agenda geschrieben, zumindest mal in dem nächsten Jahrzehnt wirklich das auch wirklich durchzuziehen, auch wirklich glücklicher zu werden. Für das nächste Jahr an sich öfters mal wieder rauszugehen aus dem Haus, anstatt quasi die ganze Zeit nur im Homeoffice zu sitzen und auch mal wieder, so wie die Tina halt jetzt gerade im Moment, einige Konzerte, die einerseits auch schon vor Corona gebucht gewesen sind bei mir und einfach nur verschoben worden sind. Wobei letzte Woche ist mein Rückkehr der Jedi-Ritter Live-Aufzeichnung oder beziehungsweise Live-Auftritt auch wieder so ein halbes Jahr nach hinten verschoben worden. Ist allerdings nicht mehr ein Jahr komplett nach hinten verschoben worden, sondern nur ein halbes Jahr. Also da besteht eigentlich schon die Wahrscheinlichkeit, dass es durchgezogen wird. Und ansonsten wäre dann das erste Konzert, was ich mal letztens mal geholt habe als Ticket, im März. Und das könnte durchaus realistisch auch sein, dass es dann passiert. Das heißt, dann bin ich ein paar Mal in Köln, ein paar Mal in Stuttgart. Natürlich Cursed Child ist auch noch so eines der Punkte, wo ich auf jeden Fall auch wieder mal gucken, ob ich nach Hamburg komme. Mehr Bewegung, bessere Ernährung. Und wie gesagt, generell glücklicher werden. Das ist, denke ich mal, so ein bisschen quasi die Zielordnung, Zielrichtung für das nächste halbe Jahr. Oder vielleicht auch mit ein bisschen positivem Gedanken an bestimmte Sachen halt rangehen, auch wirklich Sachen zu Ende zu bringen. Und vielleicht klappt das ja auch zumindest mal mit der Grundvoraussetzung für ein Kind. Wäre zumindest mal eine Freundin zu haben. Oder halt sowas. ja, und ansonsten wäre es das zumindest mal für mich im Jahre 2022. Im schlimmsten Fall, ich habe jetzt gerade mal vorhin mal geguckt gehabt, welche Filme und Serien im Jahre 2022 spielen. Und da ist mir nur eine Sache halt groß raufgefallen. Und zwar der große Film von Charlton Heston aus den 60ern, Soylent Green. Und ich hoffe mal nicht, dass wir Menschenfleisch. Genau. Ich hoffe mal nicht, dass wir das nächstes Jahr erleben werden. Und dementsprechend hoffen wir mal, dass es zumindest mal einen Ausweg gibt aus dem, was wir irgendwo geht bestimmt haben. Nächstes Jahr wieder die Welt aber unter. Denkt dran, mit Sicherheit. Leute,
Guru Krishi ist für euch da. Guru Krishi ist da. Ja, ansonsten, wenn an der Hand. Ich denke, wenn sonst irgendwie alles schief geht, wird sich Krishi wahrscheinlich irgendwo auf so einer karibischen Insel irgendwie breit machen und macht dann halt irgendwo so eine Farm auf und wir sind dann quasi alle dann dort. Der genau. Gründet eine Sekte. Ja. Psst, so nennt ihr das nicht. Das ist die Gemeinschaft der Liebe. Oje. Ist es dann nicht eher die Gemeinschaft des Rings oder so? Das ist was anderes. Wobei, ich habe letztens irgendwo was gesehen gehabt, wo Leute in Italien, also 9 Leute aus Italien, sich gedacht haben, wir schließen uns zusammen, machen mal einen kleinen Spaziergang, haben sich dann ein bisschen verkleidet und gehen jetzt so Richtung Vesuv und wollen dann dort einen Ring reinschmeißen. Ja. Gut. Why not? Ey, wollen wir das machen? Wir machen das, wir starten bei Kai und machen das, wir nehmen uns so irgendwie Urlaub, wir müssen irgendwas wegwerfen im Vesuv. Und das machen wir einfach. Wir müssen erstmal zu Fuß fahren danach zum Vesuv. Das ist halt ja, das Problem. Das kriegen wir alles hin. Und das wird dann noch begleitet von so einem Kamerateam. Und doch, da, ich sehe schon, Leute, ich hab da eine Idee. Ich hab da eine Idee. Ist nicht jetzt irgendwo in Deutschland, ist doch irgendwo starten. Ein Vulkan am Arbeiten. Deutschland? Wo war denn das? Das habe ich letzte Woche erst gesehen. Irgendwo ist jetzt soll jetzt ja, wenn so ein ich Vulkan Chili esse. nee, irgendwo in Deutschland soll jetzt, fuck, ich weiß es nicht mehr, scheiße, ich merke müssen. Irgendwo haben sie jetzt vulkanische Aktivitäten in Deutschland festgestellt. Okay, mit der CDU wahrscheinlich. Der Friedrich Merz bricht bestimmt bald aus. Sein. In der Eifel soll einer sein. Aber Merz bricht ein. Okay. Auf jeden Fall, mehr Lebensglück ist immer wichtig. Ja, das finde ich, also für jeden. Also ich habe sowieso mein Leben immer darauf aufgebaut, dass es einfach, es geht darum, dass es einem gut geht. Ist halt, ne, was bringt einem das, wenn man halt die ganze Zeit nur arbeitet? Ist halt, da hast du ja am Ende nichts von. Deswegen das Leben genießen ist eigentlich immer so meine Devise gewesen. Carpe diem. Jetzt ich glaube, ich bin der Totendächte, Alter. Nein, Kai, hör auf hier. Ich war immer in der Memento Mori-Ecke gewesen, aber vielleicht muss ich dann erstmal in die andere Richtung gehen. Grüße dich. Nimm dich in die Arme. Umarme dein innerstes Selbst. Na gut, Leute. Ja, ansonsten habt ihr für die Nexus-Wandler irgendwie Wünsche oder ja. Weiß ich nicht. Irgendwas fürs nächste Jahr? So, wünscht ihr euch was für uns? Habt ihr Gedanken? Habt ihr vielleicht auch Ängste? Irgendwas? Ich habe Angst, dass ich hier erfahre, welches... Der freut sich. Im weitesten Sinne sollte das sein. Also ich wollte nur sagen, das hat jetzt schon hier wieder so einen gruppentherapeutischen Hauch gehabt. Das hat mich schon gerade wieder amüsiert. Also ich hoffe ja im Großen und Ganzen, dass die Zusammenarbeit einfach gut klappt, dass wir uns gut verstehen. Und ich würde es irgendwie auch schön finden, wenn ich euch auch mal persönlich, also wenn wir vielleicht als Nexus-Wandler ein ganzes Treffen weiß schaffen würden, das wäre schon nice. Ja, ich habe gerade die Mickey Mouse irgendwo noch gehört. Das ist Kais Uhr, die ist neulich auch losgegangen, als wir Spider-Man aufgenommen haben. Außer ich komme hier einmal drauf, schon geht er los. Ich bin aus Versehen sagen, drauf. Ach so, du musst sie betätigen, weil ich wundere mich immer, weil das... Moment, warte. Es ist 22 Uhr 26. Geil. Richtig gut. Fritzi, was du meinst mit Treffen, das hätte ich mir eigentlich selbst vorgenommen, dass wir im nächsten Jahr hier mal, also muss ich mal gucken, wie das alles abgeht oder so. War eigentlich so mein Wunsch, dass ihr alle vorbeikommt, weil eigentlich ist genug Platz hier. Ich muss halt dann gucken, wie es wegen Kindern aussieht. Also vielleicht ist das eine Kind noch nicht da zu dem Zeitpunkt. Aber eigentlich war das mal so mein Wunsch, dass ihr alle mal vorbeikommt. Dann machen wir einfach mal so einen ganz gechillten. Wir müssen da auch nichts aufnehmen oder so. Oder höchstens ein paar Fotos wieder für jeden Kart oder so. Mario Kart. Ich habe ja einen Pool hier zu stehen, dass wir einfach gechillt und dann am Abend gediegen eine schöne Orgie. Und dann. Wieso müssen wir das am Abend machen? Das ist auch der typische Gedanke bei Eltern. Kinder haben nur Nacht-Sex, deswegen nicht das Übernachten, aber dass die Teenager über den Tag ficken, das darauf kommen die auch nicht. Aber ja, ist ein Klassiker.
Man hat nur Sex in der Nacht, wenn das Licht aus ist. So, ne? Ja. Ich hatte Sex immer. Das muss man sich ja angucken, das geht doch nicht. Ja. Nein, also das war so mein Plan und deswegen, da würde ich mich eigentlich schon sehr drauf freuen. Ihr seht, wohin dieser Sektengedanke führt, ja? Ihr merkt es. Das wird keine Sekte. Und ich habe kein Problem damit. Es wird eine Kommune. Oh boy. Help, Set, help. Ich arbeite daran. Wir müssen den Namen Nexuswandler nochmal umbuddeln, glaube ich. Das muss ein bisschen wie diese Kommune sein. Kriegen wir noch einfach nur Nexuswandler mit 3X. Ja, Nexus. Ziehen uns dann auch immer orangene Sachen an, so. Obwohl eigentlich so stimmt, Nexuswandler klingt. Das klingt ja schon so. Nexuswandler klingt ja schon so ein bisschen wie, weiß ich nicht. Natürlich, ja, da steckt das Wort Wandeln mit drin, auf jeden Fall. Finde ich gut. Das reicht für also gut. Richter. Also, Trizi würde sich einmal gerne treffen. Sonst so Wünsche, keine. Ich wünsche, dass wir einfach Spaß daran haben. Dass wir, dass wir uns nicht zu sehr auf Dinge versteifen, dass irgendwas sein muss, sondern dass wir halt nie den Spaß aus der Aktion verlieren. Genau. Ich wünsche mir, dass auch nicht jede Podcast-Folge mit Krischi 3,5 Stunden dauert, aber ansonsten. Vorgestern. Das ist unser inoffizielles Motto der Mysteriumsabteilung. Kurz kriegen wir nicht geschissen. Kurz kriegen wir nicht, so. Das geht nicht. Ich denke, einer meiner Wünsche ist, dass man vielleicht irgendwie so eine gewisse Community halt hier gründen, mit der man halt richtig gut interagieren kann. Vielleicht der eine oder andere auch vielleicht auch mal in den Podcast reingenommen werden könnte, sodass man halt wirklich schön super Ausgleich haben kann. Halt neue Themen, die dann halt reinkommen, auf die man halt wirklich dann irgendwie neues Podcast-Thema draus machen könnte. Also richtige Interaktion ist, das wäre halt richtig, richtig super, denke ich. Nicht schön. Gut. Also ich hätte gern weniger Folgen mit Snape. Oh, so eine richtig schöne Hate-Folge wäre doch mal. Hab ich ja noch nicht gemacht. Hast du noch nicht gemacht? Ja. Wir hatten schon ein paar. Schon relativ zu Beginn. Und das war aber auch gut, dass wir es zu Beginn gemacht haben, weil da haben wir gleich die alle ausgesiebt. Ich hab einmal im Elbenwald-Livestream letztes Jahr noch die Community angeschrien. Aber seitdem habe ich mich darüber nicht mehr auslassen dürfen. Ja, da kam auch irgendwie so, ist Snape ist voll cool. Ich sag mal, seid ihr bescheuert? Kein normaler Mensch würde das geil finden, wenn er so einen Lehrer hätte. Weißt du, jeder würde nach Hause kommen und würde sagen, ey, dieser Pisser hat mich schon wieder die ganze Zeit schikaniert. Kein normaler Mensch würde sagen, das ist mein absoluter Lieblingslehrer. Fettige Haare, müffelt, ist unfreundlich und sieht halt aus, als wäre er gerade aus der Tonne gekrabbelt. Und mobbt aktiv SchülerInnen, ja. Ja, Mann, und es ist halt einfach ein Creep. Das ist, aber er sieht so schön aus. Der hat, der hat eine ganz traurige Lebensgeschichte und ich rechne ihm das auch hoch an, dass er als Doppelagent tätig war, war bestimmt nicht einfach und ich kann mir auch vorstellen, was Dumbledore in ihm gesehen hat. Trotzdem ist es ein Creep, es ist halt einfach ein Arsch. Das ist genauso wie Malfoy, das kannst du drehen und wenden, wie du willst, das sind halt einfach alles Sackratten. Finde ich gut. Und damit beenden wir heute unsere Weihnachtsfolge. Yes, Ziel erreicht für mich dieses Jahr, muss ich sagen. Warte. Es war wirklich sehr schön mit euch. Keiner hat mehr was zu sagen. Always grey. Deswegen, also es war schön mit euch. Wir gucken mal, wie es nächste Jahr so wird. Es war mir mal wieder ein inneres Blümchen pflücken und ich glaube, das nächste Jahr wird ganz, 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 ganz toll. Mal gucken, ob wir noch ein paar mehr geile Gaststars im nächsten Jahr noch dazu kriegen, die wir mal einladen können mit unseren ganz tollen Projekten. Und ja, wir sind auch dankbar, dass der Julian immer noch dabei ist und uns auf der technischen Seite unterstützt. Und ja, ne? Gucken wir mal, wie das nächste Jahr wird und okay, ich weiß nicht, ob wir noch spontan noch eine Folge vor Silvester aufnehmen, aber ich glaube eher nicht. Aber ansonsten wünschen wir euch dann bis dahin einfach schon mal ein gutes Fest, das ja heute ist, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Also wir nehmen mindestens eine Folge noch vor Silvester auf. Psst. Psst. Das hier ist ja die letzte Folge des Adventskalenders. Naja, ich habe nicht gesagt, was wir aufnehmen, nur gesagt, wir nehmen noch was auf. Irgendwas, was ihr wahrscheinlich schon vorher gehört habt, aber...
Verwirrung. Hä? Katsching. Wie war das immer mit dem? Du zwinkerst Klonk. Mit dem falschen Auge, natürlich. Na gut, Freunde, in diesem Sinne, ich bedanke mich beim ganz krassen, oder beim korrekt und Kai. Korrekt, danke. Beim fabulösen Felix. Achso, ich muss was sagen, es ist ja ein Podcast. Ja. Tschüss. Beim pfuschenden Phil. Pfuschenden Phil. Gerne. Bei der Mann, ich muss mir für euch beiden was anderes ausdenken. Weil immer nur tolle Tine ist langweilig und tolle Tritzi traumhaft. Ist auch. Das ist richtig, die traumhafte ja. Tritzi, aber nee, jetzt hast du sie selber ausgelegt, das ist langweilig. Ja, die traumhafte Tine. Was? Bitte gern geschehen. Und die total umwerfende Tritzi. Überlegt mir was anderes. Dankeschön. Und ich bin's, euer korrekter, euer cooler Krischi. Ja, wir sehen uns wahrscheinlich im nächsten Jahr oder wir hören uns, aber ansonsten hören wir uns woanders oder vorher. Denkt dran, 2-1 Risiko, Wutschen und Wedeln, Mysteriumsabteilung, Planus durch Mittelerde, offene Ruffrequenzen und ab nächsten Jahr auch noch die Nexus-Chroniken dann, von denen ihr ja bis jetzt noch gar nichts gehört habt. Oh, und irgendwann dann dabei noch Tea with Tine, Arbeitstitel überall, wo Tine ist. Ja. Hi. In diesem Sinne, haut darin. Tschüssi. Tschüss.